Ja, ich darf also zum heutigen Vortragsabend des Ahnenforscher-Stammtisches Unna ganz herzlich den Leiter des Landesprojekts Zeitungsdigitalisierung Nordrhein-Westfalen, Herrn Michael Herkenhoff, begrüßen, der uns also das Zeitungsportal Zeit.nrw vorstellen wird. Denn das Forschen, gerade das, auch das genealogische Forschen in Zeitungen ist meistens, wird meistens oftmals vergessen oder man weiß das gar nicht, was man dort alles finden kann. Und Herr Dr. Michael Herkenhoff wird uns das also jetzt zeigen und wird uns dieses Portal vorstellen und anschließend oder mittendrin für Fragen zur Verfügung stehen, Herr Herkenhoff. Ich übergebe das Wort an Sie und Sie müssen uns einfach nur sagen, wie Sie das mit den Fragen handhaben wollen. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Es freut mich, heute Abend zu Ihnen sprechen zu können und Ihnen das Portal vorzustellen, das seit einigen Jahren online ist und das natürlich gerade für die Zeitungslandschaft in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Deutschland von zunehmender Bedeutung ist. Zur Gliederung des Vortrages. Ich fange an mit einer PowerPoint-Präsentation. Die wird voraussichtlich ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ich würde vorschlagen, dass ich die Präsentation erstmal ablaufen lasse und dass nach der Präsentation erste Fragen gestellt werden können. Im zweiten Teil, des Vortrags werde ich das Portal live vorstellen. Ich hoffe natürlich, dass das Netz nicht zusammenbricht, aber das sollte klappen. Und da würde ich sagen, dass dann Fragen zwischendurch möglich sein sollten, weil es ja auch um praktische Dinge geht, die man sucht und so weiter, dass dann Fragen auch jederzeit, gestellt werden können. Ja. Fangen wir an, generell zu historischen Zeitungen. Erstmal eine Definition historischer Zeitungen. Unter historischen Zeitungen versteht man alle Zeitungen, die in Deutschland bis ungefähr 1945 erschienen sind. Hintergrund ist, dass wir nach 1945 einerseits eine starke Änderung der Zeitungslandschaft haben. Wir haben auch eine große Lücke, denn erst im September 1949 konnten Zeitungen wieder ohne Lizenz erscheinen. Und von daher konzentriert sich unser Projekt auf die historischen Zeitungen. Das ist ein für Gesamtdeutschland gesehen ein riesiges Mengengerüst. Man kalkuliert also mit ungefähr 60.000 historischen Zeitungen, die bis 1945 erschienen sind, mit einem geschätzten Gesamtvolumen von ungefähr 300 Millionen Seiten. Das ist also ein Quellenkorpus, das hat es wirklich in sich. Und ich habe hier mal aufgelistet, wofür historische Zeitungen gut sein können als Quellen. Also Lokal- und Regionalgeschichte, gerade in kleineren Orten, wo man auch keine durchgehende Archivüberlieferung hat. Medien- und Kommunikationsgeschichte, also Stichpunkte Öffentlichkeit, Gegenöffentlichkeit, Kulturgeschichte. Also was ich immer wieder gerne sehe, sind die Reklameanzeigen in den Zeitungen, gerade auch aus dem 19. Jahrhundert. Zum Teil auch hochmodern. Wir haben natürlich, das ist auch nicht zu unterschätzen, viele Veröffentlichungen, die zuerst in Zeitungen erschienen sind. Denkt man vor allem an die Beilagen der Zeitung und Zeitungen, und das ist auch der Grund, warum ich heute zu Ihnen spreche, sind natürlich auch wichtige Quellen zur Ahnen- und Familienforschung, weil sich in vielen Zeitungsartikeln Personen, Persönlichkeiten genannt werden, die man sonst nur schwer finden würde. Das ist ein Blick in ein Zeitungsmagazin der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn. Das sieht alles recht geordnet und sauber aus, aber prinzipiell sind Zeitungen natürlich eher die Stiefkinder in Archiven und Bibliotheken. Ich sage bewusst eher, also weil natürlich diese Einrichtungen eigentlich nicht für Zeitungen ausgelegt sind. Das fängt mit den Regalformaten an, etc. Und wir haben auch bei Zeitungen häufig eine wenig komfortable Benutzung. Das heißt, man nimmt entweder die alten verschlissenen Originalbände oder die ungeliebten Mikrofilme, über die wir schon im Vorfeld heute gesprochen haben. Und wir haben eine Erschließung, die ist nicht optimal, gerade bei großen Zeitungen mit einer sehr komplexen Erscheinungsform. Wer besitzt überhaupt Zeitungen? Bei den Bibliotheken sind es vor allem die Landesbibliotheken. Das heißt, es gibt die drei Universitäts- und Landesbibliotheken in Nordrhein-Westfalen. Das sind Bonn, Düsseldorf und Münster. Wir besitzen Zeitungen in geringerem Umfang Universitätsbibliotheken, weil die häufig Neugründungen sind.
Dagegen haben wir einen vermehrten Bestand in Stadt- und Kreisbibliotheken. Signifikant ist aber, dass fast keine Einrichtung den jeweils relevanten Zeitungsbestand komplett besitzt, weil Zeitungen früher auch unzureichend gesammelt worden sind, nicht vollständig gesammelt worden sind und häufig in Verlust geraten sind. Die große Säule der Zeitungsüberlieferung in Nordrhein-Westfalen, aber auch im ganzen Bundesgebiet, sind die kommunalen Archive, wo die Zeitungen häufig das Rückgrat der Überlieferung vor Ort darstellen. Daneben gibt es noch sonstige Einrichtungen, Museen, Vereine etc. Also kennzeichnend für Zeitungen ist, dass das eigentlich Wegwerfprodukte sind von der Art her. Das heißt, haben nur selten den Weg gefunden in adäquate Sammelstellen und dann haben wir das entsprechende Aufbewahrungsproblem. Wie sind Zeitungen überhaupt nachgewiesen in Deutschland? Jetzt wird es ein bisschen bibliothekarisch, da bitte ich um Verständnis für. Es gibt in Deutschland eine zentrale Datenbank, in der das gesamte periodisch erscheinende Schrifttum verzeichnet wird, nennt sich Zeitschriftendatenbank, ZDB, wird von der Berliner Staatsbibliothek verwaltet. Und in dieser Zeitschriftendatenbank sind auch Zeitungsbestände verzeichnet, allerdings vollständig oder weitgehend vollständig nur für Bibliotheken, während die Archivbestände, die reichen Archivbestände, eher selten nachgewiesen sind in Archiven, in der ZDB. Wir haben natürlich dann noch das Katalogisierungsproblem, was ein Titelsplit ist. Das ist jetzt auch wieder sehr fachmännisch, das werde ich nachher doch demonstrieren. Und die ganze Krux mit den Beilagen kann ich Ihnen nachher auch nochmal vor Augen führen. Wenn man sich das Ganze vor Augen führt, kleines Fazit vorneweg. Zeitungen sind eher ungeliebtes Archiv- und Bibliotheksgut aufgrund ihrer schwierigen Materialität. Sie sind benutzerunfreundlich und gerät häufig aus dem Blick. Zeitungen sind sehr selten, sind Wegwerfprodukte. Das heißt, es gibt viele Zeitungen, da wird man froh sein, wenn man ein Exemplar überhaupt hat. Und Zeitungen sind auch selten vollständig in einer Einrichtung überliefert. Man wird immer wieder Lücken finden, die aus verschiedenen Gründen entstanden sind. Aber, und jetzt komme ich zu dem eigentlich wichtigen Punkt, die Benutzung von Zeitungen, das hat ein riesiges Nutzungspotenzial, auch außerhalb der Wissenschaft. Deswegen denke ich mal auch das Interesse heute Abend an historischen Zeitungen. Das heißt, man staunt immer wieder, mit welchen Anliegen Nutzer schreiben, dass sie Zeitungen benutzen. Und das geht von Fußballfans bis Doktoranden bis anderen Interessen, auf die man auf Anhieb gar nicht kommt. Aber das eigentlich zeigt, wie begehrt Zeitungen sind. Und Zeitungen sind damit eigentlich prädestiniert für Digitalisierungsprojekte, weil die Benutzung dann entsprechend drastisch anzieht. Wir haben in Bonn, ich arbeite also in der Universitäts- und Landespolitik Bonn, selber lange Jahre Zeitungen digitalisiert, von 2009 bis 2015. Das heißt, die Bonner Universitätsbibliothek war von 1825 bis 1946 Pflichtbibliothek für die gesamte preußische Rheinprovinz. Alle Verlage von Saarbrücken im Süden bis Emmerich im Norden mit Enklaven in Hessen und Baden-Württemberg mussten eigentlich von jeder Ausgabe ein Exemplar an die Universitätsbibliothek Bonn abgeben, was aber auch nicht konsequent betrieben und eingefordert worden ist. Aber wir haben trotzdem einen relativ großen Zeitungsbestand, den wir von 2009 bis 2015 vom Mikrofilm digitalisiert haben. Das ist dann über Dienstleister gelaufen und wir haben uns von Anfang an bemüht, auch Bestände in Archiven vor Ort in der Region mit einzubeziehen, weil wir auch gesehen haben, dass unsere eigene Überlieferung sehr lückenhaft ist, um diese mit einzubeziehen. Der Höhepunkt war dann 2015, da konnten wir den Bonner Generalanzeiger freigeben mit einem Zeitraum von 1889 bis 1950. Das hat in der Stadt Bonn vor allem sehr stark gezündet. Und wir hatten dann 2015 in unserer digitalen Sammlung einen Bestand von ungefähr 1,5 Millionen Zeitungsseiten. Uns ist aber bewusst geworden, wie gesagt, dass unser eigener Bestand sehr lückenhaft war
und deutlich geworden, wie groß der Mehrwert wäre, wenn man ein großes, umfassendes Portal auf die Beine stellt, das auch Zeitungen unterschiedlichster Einrichtungen vereint, und haben deswegen im Mai 2015 eine Fragebogenaktion für das Rheinland gestartet und angefragt, wie viele Zeitungen in Einrichtungen sind und ob die bereit wären, Zeitungen für das Projekt, für ein Projekt zur Verfügung zu stellen. Basierend auf den Ergebnissen haben wir dann im September, Oktober 2005 in Zusammenarbeit mit dem Archiv- und Fortbildungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland, also einer Archivberatungsstelle, ein Konzept erstellt für ein rheinisches Digitalisierungsprogramm, das ich dann im November 2005 auf einer Konferenz der drei Landesbibliotheken mit dem Ministerium vorgestellt habe. Dieses Konzept ist angenommen worden und dann auf ganz Nordrhein-Westfalen ausgeweitet worden. Das heißt, die Kollegen in Münster, in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster, durften dann im Winter 2015, 2016 dann auch eine entsprechende Fragebogenaktion für Westfalen durchführen. Wir haben dann einen Lenkungskreis aus Archiv- und Bibliotheksvertretern eingerichtet, auf den komme ich gleich nochmal, und im Frühjahr 2016 einen Antrag eingereicht, der dann entsprechend auch bewilligt worden ist. Das Projekt selber ist dann im Januar 2017 begonnen. Ein paar Grunddaten zu dem Projekt. Das ist ein Landesprojekt, also gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und ist auf insgesamt 10 Jahre angelegt. Also von 2017 bis 2026. Diese Förderdauer unterscheidet sich dann in mehrere einzelne Förderphasen von jeweils maximal 3 Jahren. Wir sind also in der Mitte der zweiten Förderphase und müssen dann im nächsten Jahr auch einen Antrag stellen für die nächste Förderphase, die dann auch wiederum 3 Jahre dauern wird. Ganz wichtig, es ist ein Kooperationsprojekt unterschiedlicher Träger und Einrichtungen. Das heißt, wir haben einerseits Archive und Bibliotheken, wir haben Kommunen und das Land oder Landeseinrichtungen und wir haben, gut, am Ende Rheinland und Westfalen und bilden damit die Zeitungslandschaft ganz Nordrhein-Westfalens ab, und zwar in einem einheitlichen zentralen Portal. Und das Ziel ist es, bis Ende 2026 insgesamt circa 20 Millionen Zeitungsseiten zur Benutzung bereitzustellen. Wir haben dann zu Projektbeginn oder im Vorfeld des Projektes besser gesagt, also 2016, auch inhaltliche Vorgaben getroffen, Festlegungen. Das heißt, wir digitalisieren vom Mikrofilm zurzeit noch. Mikrofilm, dies ja auch Mikrofisch, weil das kostengünstiger und schneller geht, als wenn man direkt Originale digitalisieren würde. Also Direktdigitalisierung ist ungefähr der Kostenfaktor 10 zur Mikrofilm-Digitalisierung. Wir haben vereinbart, dass bereits vorhandene Zeitungsdigitale in das Portal eingespielt werden sollen. Also es betrifft vor allem den großen Bestand der damaligen Bestand der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, aber auch der Universitäts- und Landesbibliothek Münster, der Lippischen Landesbibliothek und auch verschiedene Archive. Wir haben uns festgelegt auf die Digitalisierung von Zeitungen allgemeinen Inhalts. Das heißt, wir haben sogenannte Spartenzeitungen, also Kultur, Sport etc., bewusst außen vor gelassen, weil dann das Mengengerüst einfach nicht mehr handelbar wäre. Grundlage räumlicher Natur sind natürlich die Grenzen des heutigen Bundeslandes Nordrhein-Westfalens, aber wir werden nachher sehen, dass wir auch verschiedene Ausreißer drin haben. Das hängt vor allem damit zusammen, dass wir, wie gesagt, früher Pflichtbibliothek waren für die gesamte preußische Rheinprovinz. Und aus der Bonner Digitalisierungsphase sind auch dann auch Zeitungen im Portal vorhanden, die in die südrheinischen Regierungsbezirke Trier und Koblenz gehören. Und der Zeitraum, mit dem sich das Projekt befasst, ist 1801 bis 1945. Aus diesem Zeitraum werden schwerpunktmäßig die Zeitungen gescannt und online gestellt.
Aber wir werden auch da nachher sehen, dass wir uns da nicht ganz sklavisch dran halten, sondern dass durchaus auch Zeitungen des 18. Jahrhunderts im Portal sind, sowie Zeitungen der Nachkriegszeit. Kurz ein Blick auf die Projektstruktur. Hier mal in einer Grafik veranschaulicht. Das heißt, wir haben einerseits die Projektleitung, die liegt bei der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, beraten durch einen Lenkungskreis aus Archiv- und Bibliotheksvertretern, rein zufällig jeweils 5 Archivare und 5 Bibliothekare, zusätzlich das Hochschulbibliothekszentrum in Köln sowie das Institut für Zeitungsforschung in Dortmund. Das ist also der Lenkungskreis, der sich aus 12 Einrichtungen zusammensetzt. Wir haben daneben noch eine sogenannte Arbeitsebene von Fachleuten aus den verschiedenen Einrichtungen für Digitalisierung, Strukturierung, Katalogisierung, die zu Projektbeginn regelmäßiger getagt hat. Inzwischen löst sich diese Arbeitsebene aber zunehmend in Einzelgespräche auf, vor allem mit den Dienstleistern. Und wahrscheinlich wird die Arbeitsebene in dieser Form auch zumindest vorübergehend nicht mehr fortgeführt. Und wir haben unten die verschiedenen Teilprojekte. Das heißt, wir haben ein Teilprojekt Digitalisierung in Brauweiler beim Archiv- und Fortbildungszentrum des LVR, ein Teilprojekt Strukturierung, also Bearbeitung in unseren Softwaresystemen der Digitalisate in Bonn. Münster, die ULB Münster hat beide Komponenten, also die Mikrofilm-Digitalisierung und die Strukturierung. Wir haben ein Teilprojekt jetzt in der zweiten Förderphase der ULB Düsseldorf zur Direktdigitalisierung. Und ein weiterer Projektpartner ist das HBZ, das Hochschulbibliothekszentrum in Köln, das die technische Betreuung übernimmt. Wie sieht das Ganze vom Workflow aus, um das mal zu verdeutlichen? Wir haben auf der ersten Ebene das wichtigste Element, das sind die Kooperationspartner. Das sind also die Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, die für das Projekt Mikrofilme etc. zur Verfügung stellen. Das sind weit über 100 Archive und Bibliotheken in Rheinland und Westfalen, die mit uns zusammenarbeiten. Und wir sind aber immer noch sehr daran interessiert, weitere Partner zu gewinnen. Und falls heute Abend jemand Interesse an dem Projekt hat und selber Archivverantwortlicher ist oder jemanden kennt, dann nehmen wir natürlich die Bestände auch gerne noch entgegen. Die Filme, die von den Kooperationspartnern kommen, werden in Brauweiler und in Münster digitalisiert. Und dann werden die entstandenen Digitalisate auf einen zentralen Server hochgeladen, der sich in Köln befindet, beim Hochschulbibliothekszentrum. Parallel führt die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf noch ein Projekt durch, ein Pilotprojekt zur Direktdigitalisierung, weil wir da auch Mengengerüste testen wollen. Die auf dem Server entstandenen Digitalisate werden dann von studentischen Hilfskräften in Bonn und Münster bearbeitet. Es geht darum, die Digitalisate so zu strukturieren, dass dann jeweils die Tagesausgaben generiert werden können. Wozu das gut ist, zeige ich dann nachher. Wir haben jetzt seit diesem Jahr auch einen OCR-Server oder besser gesagt ein Dienstleister, die Texterkennung für die Zeitung vornimmt. Das ist die Riedgenossenschaft in Innsbruck. Die setzen die Software Transcribus ein. Ich weiß nicht, ob Transcribus Ihnen ein Begriff ist. Das ist eigentlich eine OCR-Engine, die vor allem für handschriftliche Vorlagen eingesetzt wird, also von daher auch sehr leistungsfähig ist und vielleicht auch in Ihren Kreisen der Ahnenforscher mal von Interesse sein könnte. Sie können sich aber vorstellen, dass eine Software, die auf Erkennung alter Handschriften spezialisiert ist, natürlich bei Druckschriften erst recht gute Ergebnisse leistet. Also wie gesagt, die OCR-Erkennung ist angelaufen. Die Digitalisate werden in Bonn, Münster bearbeitet und freigegeben. Und perspektivisch kommen die Digitalisate dann in weitere Portale, und zwar einmal in das im Aufbau begriffene digitale Archiv Nordrhein-Westfalen zur Langzeitarchivierung. Und die Metadaten und die Volltexte werden in den nächsten Jahren aggregiert in die Deutsche Digitale Bibliothek, die zurzeit auch ein nationales Zeitungsportal aufbauen. Das wird dieses Jahr
Das wird dieses Jahr online gehen und perspektivisch werden Sie dann über das nationale Zeitungsportal parallel auch in digitalisierten Zeitungen aus Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen etc. suchen können. Das wird dann ein entsprechender Mehrwert sein, dass Sie nicht mehr in einzelnen regionalen Portalen unterwegs sein müssen, sondern direkt in einem zentralen nationalen Portal. Das ist das Zeitungsportal, das ich in dem zweiten Teil des Vortrags dann näher vorstellen kann, beruht auf einem sehr gelungenen Entwurf und Design der Kollegen von der Universitäts- und Landesbibliothek Münster. Zeige ich Ihnen dann nachher nochmal in Ruhe und auf dem nächsten Bild, stopp, halt. Ich glaube, ich bin aus der Präsentation raus. Genau. Auf dem nächsten Bild sehen Sie dann die Freischaltung des Portals vor 3 Jahren im Rahmen einer Fachtagung für historische Zeitungen in Dortmund. Und wie gesagt, weniger wichtig sind die Personen auf dem Bild, sondern die Einrichtungen. Zumindest hier Frau Möllers vom Ministerium möchte ich nennen, aber das Hochschulbibliothekszentrum, das Lippisch-Westfälische Archivamt, die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, die Universitäts- und Landesbibliothek Münster, das Archiv- und Fortbildungszentrum in Brauweiler und das Institut für Zeitungsforschung. Und das verdeutlicht einfach, wie breit wir aufgestellt sind, nicht nur was die Kooperationspartner betrifft, sondern auch die Zusammenarbeit im Land Nordrhein-Westfalen. Und ich muss ausdrücklich sagen, dass die Zusammenarbeit mit diesem Projekt sehr, sehr gut ist und dass von daher, abgesehen von den Inhalten, auch schon von daher die Mitarbeit in dem Projekt sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ein kleiner Blick auf unsere Benutzungsstatistik. Genau, ich schiebe mal. Zugriffsstatistik gezählt sind Single Users, also Nutzer, die in eines bestimmten Zeitraums zugreifen auf das Portal. Man sieht, Dezember 2018 lagen wir noch bei etwas unter 10.000 Zugriffen im Monat. April 2021 sind es knapp 40.000. Und man sieht, das ist auch der Eindruck, den wir gewonnen haben, dass das Portal in den letzten 3-4 Monaten stark an Zugkraft gewonnen hat, dass es sich immer mehr durchsetzt. Und das drückt sich dann auch in dieser Statistik aus. Diesen einen Ausreißer im Mai 2021 müssen wir dann nochmal rausrechnen. Da haben wir also einen größeren Angriff gehabt mit Bots, also mit automatisierten Zugriffen, die natürlich dann die Statistik auch verfälschen. Aber wie gesagt, insgesamt eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ich habe das Ganze auch versucht, ein bisschen zu forcieren, indem ich eine eigene Facebook-Gruppe zu dem Portal gegründet habe, Zeitungsportal NRW, in denen ich regelmäßig über das Projekt berichte, über neu freigegebene Zeitungen berichte, auch sonst zur Zeitungsdigitalisierung. Die Folie ist ein bisschen älter, da sind noch 969 Mitglieder angegeben. Stand heute Morgen waren es 999. Also wenn sich noch jemand bemüßigt fühlt, dieser Facebook-Gruppe beizutreten, denke ich mal, werden wir im Laufe dieser Woche die 1.000 dann auch schaffen. Und mein Lieblingspost in dieser Gruppe ist dieser hier vom letzten Jahr von einem Benutzer aus Castrop-Rauxel. Und ich finde diesen Post so schön, abgesehen von dem Kompliment für das Portal natürlich, weil der eigentlich verdeutlicht, wo der Mehrwert eines Zeitungsportals mit digitalisierten Zeitungen besteht. Das heißt, der Benutzer sitzt nachts zu Hause und arbeitet in den digitalisierten Zeitungen, muss sich also nicht mehr darum kümmern, wann hat das Archiv, wann hat die Bibliothek geöffnet, muss sich nicht mehr mit irgendwelchen alten Mikrofilmlesegeräten oder mit den Originalen rumschlagen, sondern kann nachts bequem auf die Zeitung zugreifen. Und das ist ein Mehrwert und ein Komfort, den man sich vor 10, 15 Jahren in dieser Form sicher noch nicht hat vorstellen können. Abschließend noch einige Zahlen zu dem ganzen Projekt, die ich am letzten Freitag erhoben habe. Stand der Mikrofilm-Digitalisierung ist ein bisschen älter, vom 30. April. Das heißt, wir haben mit Stand
April 2021, Ende April 2021 knapp 2900 Mikrofilme digitalisiert. Wir haben natürlich vorberechnet, wie viele Mikrofilme kann man digitalisieren. Und man sieht auch hier in den Zahlen so ein bisschen die Auswirkung der Corona-Krise, wo natürlich auch für längere Zeit nicht digitalisiert werden konnte. Also wir lagen in der ersten Förderphase bei 105% des angenommenen Solls. Das heißt, wir haben eine überdurchschnittliche Performance erreicht, was die Digitalisierung betrifft, also mehr digitalisiert als veranschlagt. Und in der zweiten Förderphase sind wir im Moment über 76%. Also wir müssen sehen, dass wir das Ganze aufholen. Dann zum Volumen. Auch wiederum Stand vom letzten Freitag. Wir haben also etwas über 10,65 Millionen Seiten im Portal. Ich hatte gesagt, 20 Millionen Seiten ist das Ziel. Da müssen wir schauen, ob wir das erreichen. Ich bin aber relativ optimistisch. Wir haben Stand letzten Freitag 7,8 Millionen Seiten freigegeben. Also das sind die Seiten, in denen Sie heute auch schon suchen können. Dann gibt es noch verschiedene Spezifika, also 1,2 Millionen Ausgaben. Den Unterschied zwischen Zeitungsunternehmen und Zeitungstiteln werde ich Ihnen gleich live nochmal verdeutlichen, dass Sie das sehen können. Und dann die letzte Kennzahl nochmal zum Volumen des Projektes. Wir haben also im Moment ein Speicher in Anspruch genommen im Umfang von 268 Terabyte. Das Ganze ist kalkuliert mit ungefähr 700 Terabyte. Das veranschaulicht, glaube ich, auch nochmal das Volumen des ganzen Projektes. Was steht noch an im Rahmen der zweiten Förderphase? Das wird Sie sicher interessieren, an welchen Beständen wir jetzt noch dran sind. Wir haben also in Rheinland noch verschiedene Bestände, die abzuarbeiten sind. Wir bearbeiten im Moment in Bonn Zeitungsfilme aus der Universitäts- und Landeswirt Düsseldorf. Wir haben also zahlreiche Düsseldorfer Zeitungen freigegeben. Wir sind damit noch nicht ganz durch. Heute Morgen ist eine große Zeitung aus Moers, das werde ich Ihnen nachher noch mal zeigen, online gegangen. Und dann stehen noch Zeitungen aus Neuss aus. Und dann haben wir ein relativ großes Paket aus dem Haus der Geschichte in Essen, also im Essener Stadtarchiv, das im Moment schon in Brauweiler zur Digitalisierung liegt. In Westfalen ist der Schwerpunkt im Moment das Stadtarchiv Hagen. Das ist also auch wieder ein großer Bestand von 400 bis 500 Mikrofilmen. Und das sind wiederum einige hunderttausend Seiten, die in den nächsten Monaten digitalisiert werden. Unter anderem auch die Hagener Zeitung. Und bei der Hagener Zeitung, wie auch den beiden Essener Zeitungen, die ich gerade vergessen habe, auf der letzten Folie zu erwähnen, sind das natürlich Zeitungsunternehmen mit einem geschätzten Volumen von jeweils ca. 200.000 Seiten. Also man sieht einfach, welches Volumen in solchen Zeitungen steckt. Und Sie können sich vorstellen, dass natürlich die Großstadtzeitungen, also Hagener Zeitung, Essener Volkszeitung, Dortmunder Zeitung, dass das die Zeitungen sind, die in der Benutzungsstatistik auch sehr, sehr weit vorne liegen. So. Was steht im Rahmen des Projektes jetzt noch an in der zweiten Förderphase? Das heißt, ich habe Ihnen gerade gezeigt, welche Mikrofilme wir noch oder Bestände aus welchen Archiven wir noch digitalisieren wollen. Wir werden in diesem Jahr auch noch vom Mikrofisch digitalisieren. Das ist eine spezielle Art der Mikroform. Da haben wir in Brauweiler und in Münster keine Geräte. Das wird also an Dienstleister gehen. Das sind nochmal 7 Archivbestände aus Westfalen und 2 aus dem Rheinland. Wiederum mit einem Volumen von ungefähr über 1 Million Seiten. Wir werden voraussichtlich im Juni ein DFG-Projekt zur Digitalisierung der Kölnischen Zeitung abschließen, das wir zusammen mit der Universitäts- und Stadtbibliothek in Köln durchgeführt haben. Die Kölnische Zeitung ist einer der 3 großen deutschen überregional bedeutenden Zeitungen des 19. und 20. Jahrhunderts, erschienen von 1804 bis 1945 und mit einem Volumen von 436.000 Seiten. Also das ist ein riesiges Mengengerüst, das wir freigegeben haben. Die Digitalisierung ist in diesem Fall vom Original erfolgt und die OCR-Erkennung läuft auch mit
Transkribus zurzeit durch. Also wir sind im Moment dabei, letzte Lücken zu schließen und der Dienstleister in Innsbruck hat mit der OCR-Erkennung schon angefangen. Generell ist in diesem Jahr die OCR-Erkennung angelaufen. Das werde ich nachher an einem Zeitungsunternehmen auch demonstrieren. Und damit stellt sich für uns auch die Frage, das werde ich nachher auch noch mal kurz zeigen, wie die Suche verbessert werden kann und die Präsentation der Ergebnisse. Wir werden ab diesem Jahr in das nationale Zeitungsportal einliefern. Die Kolleginnen in Frankfurt sind vor allem der Deutschen Nationalbibliothek sind da vor allem an Zeitungen vorrangig interessiert, die schon Volltexte aufweisen. Wir haben zurzeit ungefähr 410.000 Seiten, die bereits Volltext erkannt sind. Das sind nicht mal 5% des Gesamtbestandes, aber wir sind zuversichtlich, dass sich diese Zahl deutlich erhöhen wird in nächster Zeit und eigentlich soll die OCR-Erkennung bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Und was jetzt schon anliegt, ist die Vorbereitung der dritten Förderphase. Das heißt, ab 2023 geht das Projekt in eine neue Förderung. Das heißt, wir sind jetzt schon dabei, Mengengerüste zusammenzustellen, Überlegungen zu treffen, ob wir weiter mit Mikrofilm-Digitalisierung arbeiten können oder ob wir verstärkt zu einer Direktdigitalisierung wechseln werden müssen, weil nicht mehr genug Mikrofilme zur Verfügung steht. Und dann haben wir natürlich ganz andere Kostenkorridore, die wir zu berücksichtigen haben. Das ist das, was ich Ihnen eingang im ersten Teil erklären wollte. Und ich hatte ja gesagt, dass es sich anbieten würde, hier noch einen kleinen Schnitt zu machen und stehe Ihnen für Fragen dazu erstmal gerne zur Verfügung, falls es zum ersten Teil des Vortrags Fragen gibt. Herr Herkenhoff, könnten Sie vielleicht eine Folie wieder einblenden? Sonst haben wir nachher von den Fragenden die Videobilder in der Aufzeichnung. Das alles klar. Dürfen wir ja aufgrund des Rechts auf das eigene Bild nicht. Gut, prima, danke schön. So, wer Fragen hat, ich sehe schon, Hände sind schon oben. Ich gehe mal von oben nach unten durch. Der Bodo. Bodo, bitte mal dein Mikrofon einschalten und deine Frage stellen. Ja, herzlichen Dank. Zunächst auch für den Vortrag. Ich bin ein paar Mal auf dem Portal gewesen und ich habe den Vergleich zu der E-Luxemburgensia, ja, wo es OCR-Volltext und Suche da drin gibt. Und möglicherweise habe ich es auf Zeitpunkt übersehen oder ich bin einfach zu früh dran gewesen, wenn ich gerade gehört habe, 2022. Aber ich habe sehr spitze Ohren bekommen, weil bisher war meine Zeitpunkt-NRW-Erfahrung, dass ich mich wirklich so seitenweise durchgeblättert habe, um was zu suchen, während eine Volltextsuche natürlich ein ganz anderes Kaliber hat. Also ja. Wann wird da was vielleicht gehen und wird das vergleichbar sein, falls Sie das kennen? Also ich kenne das luxemburgische Portal nicht. Ich hatte ja gerade gesagt, die OCR-Erkennung ist angelaufen und wir kalkulieren damit, dass wir Ende nächsten Jahres insgesamt 15 Millionen Seiten im Portal haben und dass wir bis Ende nächsten Jahres, dass doch alles durch eine OCR gelaufen ist, dass eine Volltextsuche erforderlich ist. Wir haben bisher bewusst die Volltextsuche auf der Eingangsseite nicht freigegeben, weil natürlich mit knapp 5% der Zeitungen, die nur im Volltext erschlossen, die im Volltext vorhanden sind, die Suche einfach zu irreführenden Ergebnissen führen würden. Uns ist aber völlig klar, und das werde ich nachher auch zeigen, welchen enormen Mehrwert eine Volltextsuche darstellt. Und deswegen einfach, dass wir bis Ende nächsten Jahres damit durch sein werden. Ja, dann, ich würde sagen, wir nehmen vielleicht noch zwei Fragen an. Erstmal den Benno von der Reihenfolge her. Benno? Ja, hallo, ich bin da. Ich wollte noch mal zur Findbarkeit fragen. Können Sie das noch mal erklären? Also über die Zeitschriftendatenbank finde ich das nicht, richtig? Sondern ich muss die Adresse Zeitungsportal NRW kennen. Habe ich das richtig verstanden? Also generell ist natürlich für die nordrhein-westfälischen digitalisierten Zeitungen Zeitpunkt NRW der zentrale Anlaufpunkt. Aber alle Zeitungen, die digitalisiert werden, da wird auch ein Katalogisat
wird jetzt für bibliothekarische Termini etc., wird auch ein Katalogisat in der Zeitschriftendatenbank angelegt. Das heißt, Sie können in der ZDB, wenn Sie eine Zeitung finden und die digitalisiert ist, dann von dort aus auch auf die Digitalisate zugreifen. Ich habe eben mal geguckt und beim Bonner Generalanzeiger habe ich es nicht gefunden, aber was nichts heißen muss. Der ist aber auch in der ZDB nachgewiesen. Das kommt sicher darauf an, wie Sie das gerade eingegeben haben. Als Digitalisat? Ich zeige es Ihnen gleich mal. Wir können das ja gleich mal in echt machen, dann haben wir ein konkretes Beispiel. Super. Dann vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann in die Online-Vorführung des Portals gehen. Der Dirk Vollmer, bitte mal links dein Mikro einschalten. Dirk, bitte. Ich habe eine Frage. Sie sagten gerade, die Mikrofilme digitalisiert. Ich habe gesehen, Sie haben in Bonn das Erkelenzer Kreisblatt liegen. Haben Sie da schon eine Idee, wann das denn online geht? Das Erkelenzer Kreisblatt? Ja. Ich müsste noch mal gucken. Es kann sein, also mir dämmert so etwas, dass das im Stadtarchiv Heinsberg liegt. Und Heinsberg ist für diese Förderphase eingeplant. Aber ich bitte jetzt ein bisschen um Vergebung, dass ich nicht parallel in Listen gucken kann, dann jede einzelne Zeitung im Kopf habe. Ob ich meine, das wäre vorgesehen, Digitalisierung aus dem Bestand des Stadtarchivs Heinsberg. Okay, ich dachte nur, weil es auch bei Ihnen in Bonn liegt als Mikrofilm. Ja, das Problem ist, wir digitalisieren von den Archivfilmen, den Masterfilmen. Und es gibt in der Regel nur eine Einrichtung, die einen Archivfilm hat, und die anderen Einrichtungen haben davon sogenannte Duplikatfilme. Die gehen in die Benutzung und sind dann häufiger zerkratzt etc. Deswegen, wie gesagt, dass wir einen Mikrofilm haben, heißt nicht unbedingt, dass der digitalisierungswürdig ist, sondern wir konzentrieren uns zurzeit noch drauf, vor allem die Masterfilme zu digitalisieren. Die Überlegung ist natürlich auch für die nächste Förderphase, ist das eine Option, auch die Duplikatfilme dem Scannen zuzuführen. Das würde das Projekt natürlich sehr beschleunigen, weil wir dann natürlich auch einen weit größeren Mikrofilmbestand hätten. Andererseits müssen wir gucken, welche rechtlichen Fragen damit verbunden sind und vor allem noch genauer hinschauen, wie sehen die Mikrofilme entsprechend aus, die Benutzungsfilme. Sind die etwa verkratzt? Weisen die andere Schäden auf, die durch Benutzung entstanden sind und so weiter? Also Mikrofilm ist nicht gleich Mikrofilm, um das mal so zu beantworten. Ja, gut. Ja, ich denke, vielleicht sollten wir in die Live-Vorführung von dem Portal gehen und vielleicht die restlichen Fragen dann danach in die Fragerunde. Oder Sie hatten ja auch gesagt, bei der Live-Vorführung, wenn da Fragen auftreten, dann können die vielleicht auch noch gestellt werden. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen interaktiver, wenn man bei Live dann auch direkt Zwischenfragen zulässt. Ganz genau, prima. Gehen wir ein bisschen hier raus, gehen wir nochmal raus. Beeil mich mal, den Bildschirm wieder freizugeben. So, Sie sehen jetzt die Eingangsseite. Ja, die Adresse steht auch schon im Chat, aber die können wir, glaube ich, jetzt noch mal reinsetzen, weil die ja ziemlich weit nach oben gerollt ist schon. Die habe ich gerade noch mal reingesetzt. Ja, super. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ja, also das ist die Eingangsseite des Portals, wie es seit Ende Juni 2018 freigegeben worden ist. Ich hatte ja schon gesagt, Design, noch mal ein dickes Lob an die Kollegen in Westfalen der ULB Münster. Und ich zeige mal erstmal, wie die Seite aufgebaut ist. Das heißt, wir haben hier oben den Text. Sie könnten hier auch ein bisschen mehr dazu sehen. Wir haben hier einen Suchbereich. Wir haben hier Findpunkte. Das sind also Register. Ich zeige das gleich alles nochmal genau. Hier ein Karussell von verschiedenen Seiten, die wir rausgezogen haben. Hier Neuzugänge. Das werde ich nachher nochmal zeigen, weil heute eine sehr umfangreiche Zeitung aus Moers online gegangen ist und dass Sie einfach mal sehen, was das dann konkret bedeutet. Und wir haben hier unten eine kleine Statistik der freigegebenen Seiten. Da dürften die Zahlen jetzt etwas höher sein als am letzten Freitag. Wer etwas mehr über das Projekt wissen will, kann hier oben auf Projekt klicken. Und dann sieht man entsprechend hier wiederum Text,
die Logos der Projektpartner. Wir arbeiten mit der Firma Semantics in Aachen zusammen, die das Produkt, mit dem wir arbeiten, die Visual Library entwickelt hat und stehen mit denen auch in einem sehr regen Austausch. Und wir haben hier nachfolgend die Einrichtung in alphabetischer Folge der Orte, die für das Projekt Filme etc. zur Verfügung gestellt haben. Dann hier oben die Mitteilungen, Neues zum Projekt. Den Facebook-Auftritt hatte ich ja schon erwähnt, der ist hier oben gleich prominent verlinkt. Dann Aufsätze, Vorträge etc. Und ich denke, Herr Palme, wenn der Vortrag von mir auf YouTube zu sehen sein sollte, dann werde ich dann entsprechend hier auch nochmal drauf verlinken. Also das ist das, was Sie hier entsprechend dann an weiteren Informationen zu dem Projekt haben. Die ganzen Pressetermine haben auch im letzten Jahr drastisch nachgelassen, weil einfach die Kollegen in den Archiven in Corona-Zeiten was Besseres zu tun hatten, als digitalisierte Zeitungen zu präsentieren. Aber ich denke, dazu wird dann auch noch einiges kommen. Gehen wir mal wieder auf die Eingangsseite zurück und zeige Ihnen ganz kurz hier mal die Suche. Und wenn Sie hier in die Suche gehen, sehen Sie, dass dann hier auch entsprechend ein Register aufgemacht wird. Ist in diesem Fall ein Register der Zeitungstitel. Das Gleiche kann ich natürlich angehen wie hier. Ich kann auch suchen nach Orten. Und Sie sehen auch hier bei Bonn, das ich jetzt mal als Beispiel gewählt habe, das ist dann auch immer mit Unterorten. Ich gehe aber die Suche jetzt nicht weiter ein, sondern konzentriere mich im Folgenden vor allem auf die Findpunkte und dann zunächst mal auf die Zeitung. Und hier hat man ein alphabetisches Register aller Zeitungen, die in dem Projekt bisher vorhanden sind. Und ich gehe mal auf ein Stopp. Eine Bonner Zeitung. Muss ich noch ein bisschen scrollen. Also 39 Zeitungen haben wir bisher, Zeitungsunternehmen bisher aus Bonn in dem ganzen Portal. Und gehen wir auf das Bonner Wochenblatt. Und da sehen Sie schon ein Element des ganzen Systems. Das heißt, wir haben ein Zeitungsunternehmen, das läuft von 1808 bis 1891. Und wir sind sehr daran interessiert, dass wir zu jedem Zeitungsunternehmen auch eine Beschreibung haben, in denen die politische Ausrichtung, die Auflagenhöhe etc. vorgeht. Dies ist für diese Zeitung mit einer sehr länglichen Beschreibung, die von einer Kollegin aus dem Bonner Stadtarchiv bzw. der Stadthistorischen Bibliothek Bonn erstellt worden ist und sogar auch mit Quellenangaben und so weiter. Wir haben es also mit einer Zeitung zu tun, die von 1808 bis 1891 erschien, ein Zeitungsunternehmen, das 5 verschiedene Zeitungstitel hat. Erschien zuerst als Wochenblatt des Bönschen Bezirkes, dann in der französischen Zeit umgenannt in Feuille d'Affiche, ab 1814 nach dem Einmarsch der Alliierten auch ins linksrheinische Bonn, dann Bönsches Wochenblatt, dann von 1816 bis 1815 hieß es Bonner Wochenblatt und ab 1850 bis 1891 Bonner Zeitung. Wir haben das Ganze unter dem Titel Bonner Wochenblatt für das Zeitungsunternehmen zusammengefasst, weil Bonner Zeitung gab es mindestens 3. Das wäre so insofern mehrdeutig gewesen. Also wie gesagt, hier Bonner Wochenblatt. Ich gehe jetzt mal in diesen Titel Bonner Wochenblatt rein und zeige Ihnen mal auch ein bisschen die Navigation. Das heißt, wir haben hier oben dann nochmal die entsprechende Katalogangaben dazu. Und hier kann man dann in einzelnen Jahrgängen scrollen. Ich gehe jetzt mal, halt, bin ich reingefallen, wollte in das Jahr 1848 reingehen und komme dann in einen Kalender. Und überall, wo das Ganze rot markiert ist, haben wir eine Tagesausgabe. Und das ist schon fürs 19. Jahrhundert sehr außergewöhnlich für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass wir an jedem Wochentag eine Tagesausgabe haben. Sie sehen hier rechts,
335 Tagesausgaben für das Jahr im Jahr 1848. Jetzt gucke ich mal, ich gehe mal den März 1848. Ich habe mir das jetzt nicht genauer angeguckt. Ja. Und man sieht schon hier, das ist jetzt, habe ich doch zufällig ganz gut getroffen. Wir sind hier im Zeitraum der Märzrevolution 1848 in Preußen. Und im März musste der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Zunächst nachgeben. Und dann wird in Bonn in der Münsterkirche ein Trauergottesdienst für die in Berlin bei den Barrikadenaufstand gefallenen Bürger abgehalten. Dann kann man natürlich hier entsprechend weiterblättern. Wenn Sie sich die ganze Ausgabe dann ansehen wollen runterladen wollen, können Sie hier rechts entsprechend auf ein Icon klicken und bekommen das Ganze dann angezeigt als PDF. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen, weil ich ein zweites Fenster aufgemacht habe, aber entsprechend... Ja, es ist da, es ist da. Okay, können Sie sich das runterladen? Sehr schön, dann kann ich gleich noch was anderes zeigen. Und wir haben hier auch die Möglichkeit inzwischen, das ist jetzt vor kurzem eingerichtet worden, sich einzelne Seiten runterzuladen. Also wie gesagt, die Navigation erfolgt dann über den Kalender und Sie können dann sich das entsprechend aufrufen und dann auch weiter vortasten. Ich gehe mal zurück. Das war, wie gesagt, das Bonner Wochenblatt. Ich nehme mal eine Zeitung, die etwas näher an Unna räumlich dran liegt. Gehe ich mal hier hin, die Schwerterzeitung. Nein, ich bin in der Schwelmer Zeitung, jetzt habe ich mich verguckt. Klingt so ähnlich, aber nicht gleich. Sie sehen, hier ist die Beschreibung der Kollegin aus dem Stadtarchiv Schwerte relativ kurz. Aber das gleiche System, wir haben eine Beschreibung. Dann haben wir unten zu dieser Zeitung die verschiedenen Titel. Hieß also zuerst Schwerter Wochenblatt, dann Schwerter Zeitung, zwischendurch mal Schwerter Dortmunder Kreisblatt, dann wieder Schwerter Zeitung und dann haben sich völlig überraschend hier noch Ausgaben der Applerbecker Zeitung gefunden, die natürlich dann entsprechend auch freigegeben worden sind. Also das ist, wie gesagt, das Musterbeispiel, wie es sein sollte, dass wir zu jeder Zeitung dann halt eine Beschreibung haben. So. Generalanzeiger, hier haben wir den Bonner Generalanzeiger. Heißt aber eigentlich Generalanzeiger für Bonn und Umgegend. Vielleicht ist das der Grund, warum Sie das dann auch nicht gefunden haben. Und hier Generalanzeiger für Dortmund. Und da sieht man hier zwei Dinge. Erstens, wir haben bisher leider nur für einen kleineren Teil der Zeitung Beschreibung. In diesem Fall liegt keine vor. Deswegen haben wir hier eine Lücke. Und wir sehen noch ein zweites Element. Das heißt, zu einer Zeitung gehören nicht die verschiedenen Titelsplits. Also hier Generalanzeiger für Dortmund, die Provinz Westfalen, 1914 bis 1926, beziehungsweise 1927 bis 1933, sondern es gibt hier auch verschiedene Beilagen, die jeweils eine eigene Titelaufnahme haben, aber zur Zeitung gehören. Also hier zum Beispiel Dortmunder Lustige Blätter. Das ist dann häufig Romane, Rätsel, Fortsetzungsgeschichten, Heimatgeschichtliches und so weiter. Gut. Was die Frau Quassler sagt, habe ich mir jetzt nicht im Einzelnen angeguckt, aber das wäre bei Gelegenheit auch mal der Lektüre wert. Nochmal zurückgehend auf den Eingangsbildschirm, um einfach zu zeigen, welche Ausmaße sowas haben kann. Das ist die Zeitung, die wir heute freigegeben haben, der Grafschafter aus Moers. Das ist jetzt ein Titel, aber ich gehe mal aufs Zeitungsunternehmen. Und dann sieht man, welcher Moloch, dass Zeitungen ein ziemlicher Moloch sein können. Das heißt, die haben eine Zeitung, die erscheint von 1849 bis zum 1. März 1945. Das heißt, wir haben eine Laufzeit von 96 Jahren. Das müssten auch wieder über 100.000 Seiten sein. Und wir sehen, wie viele verschiedene Titel und wie viele verschiedene Beilagen das dann jeweils sind.
Und es hat unsere studentischen Hilfskräfte und meinen Kollegen, der das Ganze betreut, eine ganze Weile gebraucht, das alles auseinanderzurupfen, weil häufig Beilagen und Zeitungen auf den Filmen miteinander vermengt sind und das dann so zu gliedern, dass das dann sinnvoll angezeigt wird. Also hier ein Zeitungsunternehmen mit über 10 Titeln und Beilagen, die damit verknüpft sind. So, das zweite Beispiel, was ich Ihnen zeigen wollte, ist das Ortsregister. Ich kann also hier auch gucken, welche Zeitungen für welche Orte vorhanden sind. Ich gehe mal wieder auf Bonn. Gucke mal ein bisschen. Das ist in diesem, muss ein bisschen scrollen. Dann sehen Sie hier, wenn ich das freigebe, man hat referenzierte Ortsdaten aus der Wikidata, aus der gemeinsamen Normdatei, Geonames, und kriegt dann eine Karteneinstellung, wer noch nicht weiß, wo Bonn liegt, also Ausgang des Mittelrheintals, und ich bekomme dann alle Zeitungen angezeigt, in diesem Fall Zeitungstitel, die für Bonn vorhanden sind. Das sind in diesem Fall 42. Etc. Bonner Zeitung hatte ich vorhin schon mal gezeigt, als Untergliederung des Bonner Wochenblatts, hier in diesem Fall unter einem anderen Titel schon in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts in Bonn erschienen, was auch eher ungewöhnlich sind. Also diese klassischen Namen Dortmunder Zeitung, Gummersbacher Zeitung, die kommen erst eher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Und das hat zum Teil beträchtliche Ausmaße. Also für Bonn sind es jetzt 42 Zeitungstitel, die wir freigegeben haben in dem Portal. Und man ist immer wieder erstaunt, wie reich die Zeitungsüberlieferung im 19. und in den ersten 20, 30 Jahren des 20. Jahrhunderts gewesen sind. Wie viele verschiedene Blätter parallel in einer Stadt erschienen sind. Das große Zeitungssterben hat ja dann zunächst in der NS-Zeit begonnen. Da sind ja schon viele Blätter in den 30er Jahren eingegangen, spätestens dann im Krieg. Und wir haben natürlich nach dem Krieg auch eine zunehmende Verdichtung der Zeitungslandschaft auf wenige einschlägige Titel. Aber wir haben im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert mit einer ganz anderen Zeitungslandschaft zu rechnen, weil natürlich die Zeitung damals auch das einzige und damit auch bei weitem wichtigste Medium war. Ein anderes Beispiel, ich gucke mal wieder hoch, wäre Dortmund. Wir sind hier Dortmund und haben dann zum jetzigen Stand, ich gucke mal gerade hier unten, 22 Zeitungstitel aus Dortmund, die wir freigegeben haben. Bei Düsseldorf sind es 64, habe ich mir aufgeschrieben, und in Köln müssten das über 100 inzwischen sein. Köln ist natürlich die größte Stadt in NRW und die reichste und auch älteste Zeitungsüberlieferung. Das Ganze kann man sich auch auf einer Karte nochmal anfügen. Man sieht jetzt ungefähr anhand der roten Punkte Nordrhein-Westfalen mit einigen Ausreißern. In der Regel sind es Beilagen, die dann woanders erschienen sind. Hier haben wir den südrheinischen Bereich, wo Trier, Koblenz etc. Zeitungen aus diesem Bereich dann von uns digitalisiert worden sind. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß zum Beispiel, dass die preußische Rheinprovinz noch eine kleine Enklave in Hessen hatte bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das heißt, wir haben so auch Zeitungen aus Wetzlar bei uns im Portal enthalten. Der letzte zentrale Einstiegspunkt ist hier oben der Kalender. Wenn ich hier draufklicke, bekomme ich eine Übersicht über alle Jahre, für die Zeitungen im Portal vertreten sind. Beginnt 1744, enden 1977, und je ausgeprägter die rote Linie ist, desto mehr Zeitungsausgaben sind drin. Ich mache mir trotzdem Spaß, Ihnen mal die älteste Ausgabe zu zeigen im Portal. Gazette Cologne.
Das ist von den Kollegen in Köln digitalisiert, direkt in Farbe vom Original. Freitag, der 3. Januar 1744. Und man sieht hier ganz gut den Verzug der Meldungen. Das ist hier am 3. Januar 1744, haben wir eine Meldung ganz vorne aus Lissabon vom 3. Dezember 1743. Da wäre ein Kurier angekommen, dass der Prinz von Asturien indisponiert wäre. Und dann wird über den Gesundheitszustand des Prinzen berichtet. Ich würde mal vermuten, dass bis zum 3. Januar 1744 der Prinz wieder genesen war. Das ist also insofern eine etwas ältere Mitteilung, aber die Nachrichtenkanäle waren natürlich bei weitem nicht so gut wie heute. Und wenn man sich dann durchscrollt, sieht man halt ganz schön, das ist jetzt Schweiz, 20. September, Dänemark, 21. September. Da sind also Nachrichten eingelaufen, Prag 25., Paris 27. Dezember. Es gibt also auch schon von damaligen Zeitpunkt Nachrichten, die jüngeren Datums waren, die man in die Zeitung gepackt hat. Wie gesagt, das ist die älteste Zeitung im Portal. Die jüngste ist die Honnofer Volkszeitung. Da hatten wir einen Vertrag mit dem Verlag Neusser in Bonn, der die Rechte an der Zeitung hat, konnten also auch für die Nachkriegszeit digitalisieren. Und das sieht dann natürlich schon ganz anders aus. Den Älteren von Ihnen wird der damalige Bundeskanzler auch noch bekannt vorkommen und man sieht auch ganz gut, zum damaligen Zeitpunkt, ich skaliere mal ein bisschen, 1977, Jahr der großen Terroranschläge. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich auf der Titelseite dann auch wieder Nachrichten über die Terroranschläge oder Terroristen finden. Die Honnofer Volkszeitung ist ein bisschen ein Phänomen in dem ganzen Portal. Ich hatte ja gesagt, dass die großen Renner in dem Portal eigentlich die Großstadtzeitungen sind. Die einzige Ausnahme ist die Honnofer Volkszeitung. Also da scheint es eine relativ interessante, agile Leserschaft zu geben. Vielleicht sind auch die Nachkriegsausgaben besonders interessant für die Leser, weil das auch noch das eigene Erleben zum Teil mit tangiert. Aber auf jeden Fall befindet sich die Honnofer Volkszeitung unter den 300 Zeitungsunternehmen unter den Top 10. Und das hätte man eigentlich nie so vermutet. So, das mal die Beispiele. Und jetzt, um da einfach noch mal das zu verdeutlichen, was im Projekt möglich ist. Ich gehe mal auf ein bestimmtes Tagesdatum, auf den 1. August 1914. Die historisch Versierten von Ihnen werden ahnen, worauf ich im Moment abziele. Und Sie sehen im Moment, wir haben 66 Tagesausgaben vom 1. August 1914 im Portal. Und man sieht hier links die Vorschaubilder. Und ich greife mal das raus, das sich vom Layout schon eindeutig abzeichnet, mit großen Lettern. Das Deutsche Reich im Kriegszustand, also Zustand der drohenden Kriegsgefahr. Und am 1. August 1914 hat ja auch das Deutsche Reich Russland den Krieg erklärt. Zwei Tage später kamen dann die Kriegserklärungen an die Westmächte, beziehungsweise die Kriegserklärung Großbritanniens und damit Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und man kann jetzt ganz gut, wenn man so einen Forschungsansatz hätte, könnte man ganz gut untersuchen, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen der Kriegsausbruch in verschiedenen Städten, Landesteilen und vor allem in Zeitungen unterschiedlicher parteipolitischer Ausrichtung dann rezipiert worden ist. Das ist das eine Beispiel, das ich Ihnen zeigen wollte, also 1. August 1914. Das zweite Beispiel ist vom Ereignis her noch unschöner. 31. Januar 1933, 56 Tagesausgaben zu diesem Zeitpunkt. Und ich gehe mal auf die Deutsche Reichszeitung. Das ist eine Partei, die in Bad Godesberg erschien und zentrumsnah war, also politischer Katholizismus, also nicht irgendwie nationalistisch, wie der Titel vermuten sollte. Und hier sieht man, am Tag vorher ist Hitler zum Reichskanzler ernannt worden.
Besonders nett finde ich hier die Aussagen der neuen Regierung. Keine Eingliederung der SA, kein Verbot der Kommunistischen Partei, keine Knebelung der Presse, Anwendung des Staatsnotstandes nicht beabsichtigt. Und auch hier wiederum, wer sich auskennt, weiß, am 27. Februar 1933 brannte der Reichstag. Unmittelbar danach ist der Reichstag, ist die KPD verboten worden, ist die Pressefreiheit stark eingeschränkt worden und auch andere bürgerliche Freiheiten eingeschränkt worden. Also das ist von daher von der Überschrift auch schon ziemlich sprechend. Entsprechend kann man natürlich für viele andere Tagesdaten sich auch angucken, was ist dann jeweils in der Presse erschienen. Und der Kalender ist natürlich ganz gut, wenn man in der Chronologie, wenn man zu einem bestimmten Ereignis die unmittelbare Nachwirkung haben will. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der für Ihre Zwecke wahrscheinlich der interessanteste ist. Das ist die Frage, die auch vorhin schon gestellt worden ist, nach der Volltextsuche. Ich hatte ja gesagt, dass die Volltextsuche angelaufen ist, dass wir aber bisher nur für wenige Zeitungen. Stopp. Geht doch. Nur für wenige Zeitungen eine Volltextsuche eingerichtet haben und von daher wir zum momentanen Zeitpunkt hier auf der Eingangsseite die Volltextsuche noch nicht freigegeben haben. Wir haben also bisher etwas über 400.000 Seiten, bei denen die im Volltext erschlossen sind. Und eine dieser Zeitungen, die testweise von dem Dienstleister durch eine OCR gelaufen ist, ist die Godesberger Volkszeitung. Ein Blatt, das in, wie gesagt, auch in Bonn damit oder im heutigen Bonn erschienen ist, mit verschiedenen Titelfassungen. Jetzt gehe ich hier mal auf die Eingangsseite, gehe auch wiederum hier auf die Seite des Zeitungsunternehmens. Jetzt muss ich mich selber mal die Galerie zur Seite schieben. Man sieht hier wieder das Typische, was wir gesehen haben. Wir haben wiederum Beschreibung von der Kollegin aus dem Stadtarchiv Bonn, Titel, Splitz und so weiter. Und wir haben hier oben einen Suchschlitz. Hier oben, man kann im Zeitungsunternehmen suchen. Ich mache mal einen Aufschlag und suche nach einem bekannten Bad Godesberger Bauwerk, der Redoute, und bekomme jetzt 2667 Seiten, auf denen Treffer vorhanden sind. Und wir suchen hier in einer begrenzten Zeitung, das heißt von 60.000 Seiten, ungefähr 60.000 Seiten, und bekommen 2667 Treffer. Ich kann mir dann, nach dem bisherigen Stand ist das in kleinen Vorschaubildern, in Snippets, wird hier angezeigt. Und Sie können sich vorstellen, kriegt dann immer mehr Seiten angezeigt. Das Ganze sind erstmal Treffer fürs 1921. Ich blätter mal eine Seite auf. Und sie dann gehighlightet, Reduten Möbeln ist hier angezeigt. Das ist also der Treffer, der dann entsprechend erfolgt ist. Wir haben dann ein Feature, ich weiß jetzt nicht, ob das nachvollziehbar ist. Wir haben hier bei den Zeitungen, die in Volltext vorhanden sind, noch ein weiteres Icon. Das ist ein Rechteck mit Linien. Das gibt an, dass man sich hier den Volltext runterladen kann für die gesamte Ausgabe. So, ich weiß nicht, ob das zu sehen ist. Nein, ja. Das sehen wir jetzt leider nicht. Ja, ich weise nochmal darauf hin, also hier kann man den Volltext runterladen für die gesamte Ausgabe. Der wird erst in einem Editor aufgemacht und den kann man sich dann einfach abkopieren und zum Beispiel in Word überführen. Einfach nur zum Volumen des Ganzen. Ich habe mal einen Test gemacht, eine Ausgabe der Godesberger Volkszeitung mit 10 Seiten. Also die Ausgabe hatte 10 Seiten, habe ich mit dem gesamten Volltext kopiert, in eine Word-Datei überführt und hatte dann eine Word-Datei von 67 Seiten. Also einfach mal, was eine einzelne Ausgabe an Text generieren kann. Hier nochmal die Snippets. Ich könnte auch anders suchen. Ich suche mal nach
Adenauer, ja, hatte ich schon mal gemacht. Sie sehen das hier oben. Ich kombiniere mal einfach. Ich suche jetzt mal einfach nach Ausgaben der Godesberger Volkszeitung, die beide Suchbegriffe enthält. Jetzt müsste ich mal gucken. Das heißt, wir haben hier wieder den Redutensaal und dann hier links Adenauer. Damals natürlich 1921 nicht CDU, sondern Zentrum. Er war ja seit 1917 dann Oberbürgermeister von Köln. Und hier sieht man auch Vorsitzende des Provinzialausschusses. Also er ist hier entsprechend genannt. Das Ganze, und damit wird das für Ihre Zwecke interessanter, kann man natürlich auch nach weniger bekannten Persönlichkeiten durchführen. Ich suche mal nach einem Bonner Professor, nach Professor von Beckerath. Geh mal hier oben wieder drauf. Alt. Macht gerade nicht mit. Okay, ich gehe jetzt mal. Alt. System arbeitet noch. Arbeitet nicht. Doch. Genau. Und bekomme jetzt 72 Treffer. Ich könnte dazu zum Beispiel noch den Vornamen hinzufügen und könnte das einfach nochmal einengen und schränke das dann auf 23 Treffer ein oder 18 Seiten. Ich nutze, bin jetzt auch angefangen, ich komme gebürtig aus dem Osnabrücker Südland, dann auch einfach mal zu gucken, wie es mit solchen Suchen aussieht. Darf ich mal eine Frage aus dem Chat stellen? Ja. Und zwar wurde da gefragt, ob wenn die OCR-Suche erstmal, in welchen Zeitungen funktioniert das jetzt schon? Also das funktioniert im Moment in der Godesberger Volkszeitung, bei einigen Düsseldorfer Zeitungen. Und wir haben zuletzt eine große Kölner Zeitung gehabt, die durch eine OCR gelaufen ist. Wir haben das aber noch nicht publik gemacht, weil die nicht vollständig durchgelaufen ist, weil es da noch Probleme gibt. Gut. Also wenn das jetzt abgeschlossen ist, würden wir es bekannt geben. Ne? Gut. Und die nächste Frage ist, werden dann auch Familienanzeigen mit der OCR erfasst, dass man also direkt nach dem Namen suchen kann? Ja. Ja, ja. Okay. Das geht dann auch. Wir haben natürlich bei gerade im Anzeigenbereich das Phänomen, dass Anzeigen häufig in verschiedenen Schriften sind, entweder in Antiqua oder in Fraktur oder in beiden. Aber unsere Software ist so stark, die erkennt das dann auch. Super, das ist natürlich für uns eine Erleichterung, ne? Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe mir das Gleiche probiert, was Sie wahrscheinlich auch probieren werden. Das heißt, ich habe nach meinem Familiennamen in der Godesberger Volkszeitung geguckt. Ich komme, wie gesagt, aus dem Osnabrücker Südland, weiß, dass sich Vorfahren von mir verirrt haben in die USA, nach Brasilien etc., nach Bad Godesberg entsprechend nicht, habe aber gesehen, dass ich in einer Kölner Zeitung, in einer Düsseldorfer Zeitung den Namen Herkenhoff nachgewiesen bekommen habe und bin dann nur gespannt, wer sich so weit außerhalb des südlichen Westfalens verirrt hat. Das Gleiche, und das ist der Mehrwert für Sie, können Sie natürlich dann auch machen. Sie können in einzelnen Zeitungen suchen, beziehungsweise wenn wir soweit sind, werden wir hier vorne auf der Eingangsseite auch eine Suche über den Gesamtbestand freigeben, dass man dann auch im Volltext suchen kann. Voraussetzung ist natürlich A, dass alle Zeitungen oder dass die entsprechenden Seiten auch richtig erkannt werden. Wie gesagt, wir haben eine leistungsstarke Software, aber bei einer Mikrofilmdigitalisierung ist die Qualität nicht immer so, wie man sie wünscht, aber dann würde es Sie die Möglichkeit geben, direkt auf der Eingangsseite des Portals einen Namen einzugeben, etc., den Sie suchen, die Suche zu starten. Und dann würden Sie in verschiedenen Zeitungen Treffer erhalten. Und wir müssen uns dann selber überlegen, wie wir die Trefferübersicht dann so übersichtlich halten, dass Sie dann entsprechend auch Ihre Ergebnisse finden können. Okay. Und wenn Sie sich einzelne Treffer angucken, ich bin gleich fertig, und wenn Sie sich einzelne Treffer angucken, dann können Sie natürlich sich die Volltexte auch gleich rausladen, wie ich Ihnen gerade versucht habe zu zeigen, und dann entsprechend damit arbeiten. Ja.
Da hätte ich auch gleich mal eine Frage oder eine Anregung. Wäre es nicht eigentlich hilfreich, wenn man in dieser Zeit, wo Sie die Zeitungen nach und nach in das OCR überführen, was natürlich braucht, das geht ja nicht in 3 Tagen, einfach auf der Hauptseite, ich sag mal, einen Link auf eine Seite setzen, wo steht, wir haben schon folgende Zeitungen, Aachener Zeitung, Bonner Zeitung etc. Mit OCR durchsuchbar gemacht, denn dann kann man gezielt sich in die Zeitungen gehen und da dann suchen. So weiß ich ja überhaupt nicht. Im Grunde genommen heißt es ja für mich, von jetzt bis 2022 kann ich es nicht benutzen, weil ich ja bloß weiß, dass die Godesberger Zeitung da drin ist. Das wäre ja auch hilfreich. Man kann ja dazu schreiben, wir sind im Workflow und das sind die Zeitungen, die Sie schon durchsuchen können. Wir haben darüber auch schon nachgedacht, also die Idee hatten wir auch schon. Dann wird natürlich die Eingangsseite sehr unübersichtlich werden. Ja, aber man verlinken Sie doch einfach auf, eine Excel-Datei. Das muss ja nicht großartig sein. Ist ja nur vorübergehend sozusagen. Oder eben erleichtern. Oder eben bei der Suche dabei schreiben, es sind nicht alle Zeitungen indexiert oder man muss trotzdem nochmal selber suchen. Ne? Ja, wie gesagt, wir sind im Moment... Also mal ganz generell, wir haben ein Projekt und ein Portal, das sich entwickelt. Das heißt, es entwickelt sich bezüglich der Inhalte. Wir haben im Moment ungefähr 8 Millionen Seiten im Portal, die vorhanden sind. Es sollen am Ende des Projektes 20 Millionen Seiten sein. Und wir denken natürlich immer wieder und auch intensiv mit unserem Dienstleister über Verbesserungen nach. Die wesentliche Verbesserung, die wir haben werden, sind die Volltexte. Wir denken auch schon drüber nach. Da gibt es von unserem Dienstleister auch einen sehr gescheiten Vorschlag, wie man zum Beispiel auch normiert nach Orten und Personen suchen kann. Das wird also auch da eine wesentliche Verbesserung sein. Das werden natürlich aber eher Personen der Zeitgeschichte sein, also nicht unbedingt Namen, die Sie in Familienanzeigen finden werden. Über Ihre Anregung mit den Listen denke ich nochmal nach. Wir müssen natürlich gucken, dass das für uns handelbar bleibt. Und im Übrigen, wer Interesse hat, wie gesagt, auf meiner Facebook-Seite präsentiere ich dann regelmäßig nicht nur die Zeitungen, die neu freigegeben worden sind, sondern auch Zeitungen, die komplett durch eine OCR gelaufen sind und damit im Volltext durchsuchbar sein werden. Und das nächste. Wahrscheinlich gleich kleine Probleme haben, etliche Leute anzunehmen, die warten drauf. Deswegen wiederhole ich mich ja jetzt dauernd. Also die Seite wird auch regelmäßig nicht untergeht. Die Seite wird regelmäßig im Chat gepostet. Ja, dass diese Information nicht untergeht. Wie gesagt, das ist dann eher ein inoffizielles kleines Nebenprodukt, weil ich sehen wollte, was ich mit sozialen Medien erreichen kann. Was man mit sozialen Medien erreichen kann, wenn man Informationen über ein Infrastrukturprojekt postet. Und bisher waren die Reaktionen sehr gut und Sie merken gerade, ich mache gerne und eifrig Werbung für alles. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat und zwar zum Beispiel, wenn man bei einer Suche den Nachnamen und den Vornamen angibt, bekommt man dann die gleichen Ergebnisse, wie wenn man erst den Vornamen und dann den Nachnamen angibt? Also wenn Sie 2 getrennte Suchen haben, das ist jetzt einfach die klassische... Nein, es geht einfach nur darum, wenn ich in der Suche Vorname und Nachname einer Person eingebe, bekomme ich dann die gleichen Ergebnisse angezeigt, als wenn ich erst den Nachnamen und dann den Vornamen eingebe. Also beide Suchworte gleichzeitig. Oder also, müssen die dann auch so richtig in der Reihenfolge in der Zeitung stehen? Das ist klassische Sucharithmetik boolsche Operatoren. Das heißt, wenn Sie jeweils die einzelnen Suchbegriffe eingeben, bekommen Sie weit größere Treffermengen, als wenn Sie in eine Suchanfrage beide Begriffe eingeben. Ich wollte das vorher noch ein bisschen zeigen bei Beckerath bzw. Erwin von Beckerath. Das erste Mal hatten wir, glaube ich, 73 Treffer bei Beckerath. Und als ich Erwin Beckerath angegeben habe, gut, er ist eigentlich Erwin von Beckerath, wären das 18 Treffer geworden. Wenn Sie 2 Begriffe eingeben, bekommen Sie eine Schnittmenge aus den beiden Suchanfragen und die ist natürlich immer kleiner,
als wenn Sie entweder Erwin oder Beckerath eingeben. Ja, aber ich glaube, die Frage war anders gemeint. Ich glaube zu wissen, wie die Antwort lautet. Ich habe nämlich eben gesehen, wie Sie, ich glaube, Adenauer und die Redoute eingegeben haben, waren die Worte ja nicht zusammen. Es gibt ja auch Suchen, wenn Sie, sagen wir mal, Erwin Müller eingeben, dann muss das zusammenstehen. Und ich habe Ihre Suche jetzt so verstanden, dass er einfach auf der Seite sucht. Und dann wäre es egal, ob da Erwin Müller oder Müller-Erwin steht, weil er das praktisch als zwei verschiedene Suchen ansieht. Es muss Erwin irgendwo stehen und es Müller irgendwo stehen, auf dieser Seite, egal wo. Es hilft das dann, wenn, dass man, wie man bei vielen anderen Suchmaschinen, dass man die dann in Anführungszeichen setzt? Dass sie dann in genau dem Zusammenhang gefunden werden? Das habe ich noch nicht probiert. Das wäre ein sogenannter Suchstring. Müsste ich nochmal probieren, nach Erwin von Beckerath zu suchen, ob das andere Ergebnisse gibt. Ich würde mal vermuten, dass diese Option nicht existiert. Aber ich muss ehrlich sagen, da muss ich selber noch mal gucken. Weil, wie gesagt, ist egal wo, wenn man die zwei Worte oder so in Anführungszeichen setzt, dann wird ja nur gesucht, wenn die Worte genau so hintereinander stehen. Ne? Ja, genau. Das ist ein sogenannter Suchstring. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht, ich sag mal, eine Art Teilprojekt ist, wenn die Zeitungen, die sie beabsichtigen, reinzutun, mal drin sind. Dass man dann sagt, okay, und jetzt machen wir die Suche komfortabler. Da gibt es ja alle möglichen Spielereien mit Sternchen und Fragezeichen und so weiter. Würde ich spontan sagen, das ist wahrscheinlich dann ein Projekt für sich, dass man dann mal einzeln in Angriff nimmt, oder? Ja, das Problem ist, wie gesagt, mir ist das Problem schon bewusst geworden, als die Godesberger Volkszeitung Ende März durch eine OCR gelaufen ist, wir die freigegeben haben, ich das auf der Facebook-Seite gepostet habe und die erste Frage kam dann, wie kann ich die Suche einschränken? Sie haben das ja vorhin gesehen, ich hatte 2667 Treffer bei der Redoute. Wenn ich nach Adenauer gesucht hatte, waren es gleich 2900. Und das ist nur in einem Zeitungsunternehmen mit einem überschaubaren Umfang. Das wird natürlich ganz anders aussehen, wenn Sie so verwegen sind, über den Gesamtbestand zu suchen. Wenn wir zum Beispiel vorstellbar am Ende des Projektes die 20 Millionen Seiten haben, die alle komplett durchsuchbar sind. Dann können Sie sich vorstellen, was Sie dann für Treffermengen erzielen werden. Und wie gesagt, wir denken im Moment nach über eine Präsentation der OCR-Ergebnisse und vielleicht müssen wir über die Suche auch nochmal nachdenken. Also die Erkenntnis ist, das, was wir im Moment an Treffermengen anbieten, kommt eigentlich aus der Digitalisierung von Büchern, von einzelnen Büchern von 200, 300 Seiten und Monografien. Das kann man so machen, aber wir haben es bei Zeitungen mit einem ganz anderen Volumen zu tun an Text und damit auch mit neuen Herausforderungen, was die Präsentation der Suchergebnisse betrifft. Ich habe da jetzt noch Handmeldungen. Ich möchte dann den Günther mal aufrufen. Günther, du hast deine Hand erhoben. Ja, ich habe die Frage schon im Chat gestellt und zwar nach Amtsblättern. Es gibt diese sogenannten Intelligenzblätter, die auch manchmal dann zu Amtsblättern werden mit amtlichen Verkündigungen, zum Beispiel Standesamtsdaten werden dort angezeigt. Die finde ich jetzt bei Zeitpunkte noch nicht. Aber im GenWiki haben wir sehr viele nachgewiesen, zum Beispiel digitalisiert aus der Bayerischen Staatsbibliothek. Ja, also Sie haben natürlich bei den Zeitungen eine Entwicklung. Das fängt an im 18. Jahrhundert, wie gesagt haben, mit den Intelligenzblättern. Und wir haben dann vor allem in der im ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so eine Mischform oder Zeitungsform, die zugleich auch amtliche Bekanntmachungsorgane sind. Wenn Sie sich die Zeitungstitel bei uns im Portal angucken, werden Sie einige dieser Zeitungen finden, die dann zugleich auch als amtliche Anzeige, als amtliches Kreisblatt etc. fungieren. Das läuft dann aber irgendwann auseinander. Die Zeitungen verlieren ihren amtlichen Charakter beziehungsweise werden dann Organe der freien Presse, die natürlich dann auch sich politisch positionieren und die Amtsblätter werden dann eine eigene Gattung. Also wir haben, wie gesagt, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Gemengelage zwischen Zeitung und Amtsblättern und dann zunehmend die Trennung. Nicht? Und das Projekt, was wir durchführen, ist ein Zeitungsdigitalisierungsprojekt,
es ist kein Projekt zur Digitalisierung von Amtsblättern. Also das wäre eine eigene Schiene. Und solange das, die Mischform existiert, haben wir dann Amtsblätter auch drin. Aber wenn das deutlich auseinanderläuft zwischen Zeitungen einerseits und Amtsblättern andererseits, dann fallen die genuinen Amtsblätter dann raus. Ich kann eigentlich den Unterschied gar nicht so richtig sehen, aber es ist natürlich ein ganz anderes Volumen, was dann dazu käme. Also für mich sind Amtsblätter auch Druckwerke, die regelmäßig erscheinen, aber halt von staatlichen Organen, wie aus Düsseldorf oder Koblenz. Ja. Nein, ich möchte nur sagen, wir müssen natürlich, wenn wir so ein Projekt durchführen, ich hatte ja am Anfang auch eine Folie gezeigt mit der inhaltlichen Abgrenzung, definieren, was wir machen. Und deswegen hatte ich gesagt, dass auch die Spartenzeitungen und so weiter rausgefallen sind. Also Sportzeitungen werden so ein Teil. Ich weiß, ich habe auch zwei Fußballfreunde aus Düsseldorf, die die Fortuna arbeiten und mich schon ihr Nachtgebet einschließen wollen, dass bestimmte Zeitungen im nächsten Jahr digitalisiert werden. Aber wir müssen das inhaltlich begrenzen und deswegen Spartenzeitungen nicht drin und auch Amtsblätter nicht. Aber dass es da starke Überschneidungen zumindest für einen bestimmten Zeitraum gibt, ist völlig klar. Wird das dann in dem großen bundesweiten System nachgewiesen? Das ist die Frage, wie die einzelnen Bundesländer da verfahren. Also wenn Sie sagen, dass Bayern, die haben ein eigenes Portal mit DigiPress, dass die Amtsblätter digitalisiert haben, werden die auch im nationalen Zeitungsportal nachgewiesen. Aber dieses nationale Zeitungsportal ist etwas, was der Fachausdruck ist, wieder aggregiert. Das ist also aus verschiedenen regionalen und lokalen Portalen die Daten an sich zieht, aber die selber initiieren keine Digitalisierungsprojekte. Die nehmen also das auf, was vorhanden ist und stellen das in einem einzigen Portal dar. Ja, im Chat werden eine ganze Reihe Hinweise auch von der UB Münster gegeben. UB Düsseldorf hat sicherlich auch welche. Ja. Da wäre schön, wenn dann auch so ein Nachweis möglich wäre. Gut, der Nachweis ist sicher da, vor allem wenn man jetzt wieder in das zentrale Nachweisorgan guckt, die Zeitschriftendatenbank. Aber es gibt dann, anders als bei den Zeitungen, kein zentrales Portal, in dem die nachgewiesen sind. Es gibt, meine ich, irgendwo ein zentraler Überblick über die Amtsblätter der Bezirksregierung. Ich weiß nicht, ob das, die Bayerische Staatsbibliothek hat, glaube ich, einen großen Umfang dieser Amtsblätter digitalisiert. Das gibt es dann schon, aber mir ist kein Portal bekannt, in dem die Zusammenhänge nachgewiesen sind. Wir versuchen das im GenWiki, im genealogischen Wikipedia des Vereins für Computergenealogie. Ja. Da findet man eine ganze Reihe Nachweise. Ja, und ich bin auch erstaunt, wie viele Zeitungen da referenziert sind. Die sind da sehr fit. Dann habe ich noch Handzeichen von Silvia aus Brasilien. Okay. Silvia, du müsstest dann deine Frage. Ich komme ein bisschen zurück zu dem Vortrag von Herrn Professor Herkenhoff. Zwar sagt er so, die Digitalisierung der Zeitungen, die wir freigegeben haben. Das freigegeben haben möchte ich jetzt ein bisschen besser verstehen, weil ich hier im Archiv in Brasilien, im Historischen Museum, eine bestimmte Situation, eine bestimmte Lage des Landes, zum Beispiel die deutsche Immigration nach dem Bundesland Rio Grande do Sul. Wenn da die Fakten geschichtlich sind, egal ob sie gute Fakten waren oder weniger gute Fakten, das ist Geschichte, das wird digitalisiert. Haben Sie auch solch eine, wie soll ich sagen, Richtlinie, Regel? Oder gibt es bei euch eine Zensur? Das darf nicht heraus öffentlich werden. Also es gibt einen bestimmten Punkt inhaltlicher Natur. Da sind wir im Moment noch Absprache und das betrifft Zeitungen aus den 30er Jahren, aus der NS-Zeit. Da sind wir im Moment auch im Gespräch mit dem Ministerium bzw. der Deutschen Digitalen Bibliothek, wie wir die darstellen.
Wir haben eine ganze Reihe von Zeitungen, die in den 30er Jahren erschienen sind, beziehungsweise in die 30er Jahre durchlaufen, freigegeben. Was wir noch nicht freigegeben haben, sind Zeitungen der NSDAP und ihrer Gliederung. Da sind wir noch am Überlegen, wie wir das machen. Das sind natürlich zum Teil auch wiederum Zeitungen, die die einzige lokale und regionale Überlieferung darstellen. Nicht unbedingt der Westdeutsche Beobachter, aber es gibt zahlreiche Volksparolen. Das ist so ein klassischer Terminus für eine NS-Zeitung, wo wir wissen, dass dort Bestand, da und dort Bestand liegt. Und da sind gerade auch die Archivvertreter bei uns im Lenkungskreis, haben darauf hingewiesen, und eigentlich ist der Lenkungskreis auch einhellig dafür, diese Zeitung auch zu digitalisieren. Die Frage ist, wie man das darstellt. Ansonsten, was das Portal ausmacht, ist natürlich die Buntheit des Ganzen. Gerade politische Ausrichtung von links bis rechts, was dann auch das politische Spektrum gerade in der Weimarer Republik widerspiegelt. Das macht ja eigentlich auch den Charme des Projektes aus. Danke. Dann der Thomas hat seine Hand erhoben. Thomas, bitte einmal dein Mikrofon freischalten. Ja, erstmal schönen Dank an den Herrn Dr. Herkenhoff für seinen interessanten Vortrag. Das ist wirklich sehr ergiebig für mich. Die Frau Bartsch hat mir gerade ein bisschen vorgegriffen. Das wäre meine Frage auch gewesen, ob es da irgendeine Zensur gibt. Weil ich kenne das zum Beispiel von der Staatsbibliothek Berlin, das Neue Deutschland. Es ist jetzt zwar schon ein bisschen neuere Zeit, aber da sind verschiedene Seiten nicht einsehbar. Wenn Sie jetzt Zeitungen digitalisieren, ob da irgendwelche Seiten fehlen oder ob die komplett digitalisiert werden? Also es geht, glaube ich, um etwas anderen Sachverhalt. Es geht nicht um Zensur, das ist missverständlich. Es geht um Rechte, und zwar um Urheberrechte. Wir haben bewusst nur bis 1945 digitalisiert, weil wir damit auch mit den Verlagen nicht in Konkurrenz kommen. Es gibt ein Recht der Verlage an ihren Produkten, das 70 Jahre andauert. Und da sind wir jetzt raus. Wir schreiben jetzt immerhin schon das Jahr 2021. Daneben gibt es aber auch Rechte der Autoren, der Karikaturisten etc. Und das ist praktisch eine kaum lösbare Aufgabe in den Zeitungen, die wir bisher digitalisiert haben, festzustellen, ob da Urheberrechte mit verbunden sind. Sie können sich vorstellen, 20 Millionen Seiten, sagen wir auf einer Seite sind 10 Artikel, 200 Millionen Artikel, und dann stellen Sie mal fest, was das Kürzel R.S. bedeutet. Also das machen wir nicht, und im Extremfall nehmen wir Seiten raus. Das ist aber noch nie passiert, wenn jemand urheberrechtlich Bedenken vorträgt. Das Neue Deutschland ist natürlich eine Zeitung der DDR, der Nachkriegsgesellschaft. Und so ist dann eigentlich bei allen Artikeln im Neuen Deutschland Urheberrecht zu vermuten, sofern sie namentlich oder mit Kürzeln gekennzeichnet sind. Und ich würde mal vermuten, dass diese geschwärzten Seiten, oder ich würde stark vermuten, dass diese geschwärzten Seiten nicht auf Zensur zurückzuführen sind, sondern auf Klagen und Beschwerden der Urheber bzw. ihrer Nachfolgen. Ja gut, damit bestätigen Sie eigentlich meine Meinung. Ja. Gut, danke schön. Das war's schon. Dann habe ich jetzt noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar der Bernd Theo lässt fragen, inwieweit wird die westfälische Zeitungslandschaft noch mit eingestellt? Die westfälische Zeitungslandschaft? Ja, wahrscheinlich meint er so insgesamt, welche Städte alle wohl noch oder welcher Bereich wohl noch mit abgedeckt werden soll. Ja, ich hatte ja vorhin die Folie gezeigt, was zumindest in der zweiten Förderphase angedacht ist. Guck mal gerade. Ja, guck mal gerade, ob ich jetzt nebenbei noch kurz in die Präsentation reingucken kann, dass ich das nochmal wiederhole. Also Stadtarchiv Bochum, Lippische Landesbibliothek Detmold, Stadtarchiv Dorsten, Institut für Zeitungsforschung, Mikrofilmarchiv Dortmund,
Das kann aber dann über ganz Westfalen streuen. Stadtarchiv Gelsenkirchen, Stadtarchiv Hagen, Kreisarchiv Herford, Stadtarchiv Herne, Kreisarchiv Märkischer Kreis, Stadtarchiv Telgte, Stadtarchiv Witten. Dazu kommen noch 7 Archive mit Mikrofisch-Digitalisierung. Also das ist schon ein ziemliches Paket. Und wir haben dann trotzdem am Ende noch einen Riesenberg von Zeitungen, auch aus Westfalen, die wir noch nicht digitalisiert haben. Mhm. Gut, und dann ist noch eine Frage gewesen. Ja. Und zwar, es wird ja auf der Seite von Zeitung NRW oder Zeitportal NRW wird ja bekannt gegeben, was jetzt neu ist, eben halt hier diese Neuzugänge. Ja. In der Facebook-Gruppe wird bekannt gegeben, was neu hinzugekommen ist. Ja. Aber Leute, die nicht bei Facebook sind und nicht immer hier regelmäßig auf die Seite kommen, werden diese Neuzugänge auch noch in irgendeiner Liste oder sowas bekannt gegeben? Nein. Also was wir in dem Portal drin haben, was aber auch nicht richtig funktioniert, weil das Browser unterstützt, ist das ein sogenannter RSS-Feed, dass man sich über den Feed dann praktisch die neuen Zugänge anlegen kann und abrufen kann. Funktioniert aber bei mir schon seit einiger Zeit mit verschiedenen Browsern nicht mehr. Und ich bitte ein bisschen Verständnis, dass wir natürlich nicht zig verschiedene Kanäle gleichzeitig bedienen können. Also wir sehen schon zu, dass wir Dinge publik machen, soweit es möglich ist, aber das hat dann irgendwann natürlich auch Grenzen. Ne? Okay, sonst müsstet ihr... Ich kann nur empfehlen, regelmäßig ins Portal zu gucken. Oder auf meine Facebook-Seite. Okay. Der Oliver hat seine Hand oben. Ja, hallo. Habe ich das richtig verstanden? Die nationale Zeitungsportal, da kann ich suchen, welche digitalisierte Zeitungen es noch aus Deutschland gibt? Ja, also es wird ein übergreifendes Portal geben, in denen die Bestände verschiedener regionaler und lokaler Portale eingehen werden. Also wie das Portal genau aussehen wird, ich überlege gerade, ich das schon mal gesehen habe. Ich meine, ich hätte irgendwie einen Entwurf schon mal gesehen, aber... das ist natürlich angedacht, sage ich mal, dass die aus den regionalen Portalen die entsprechenden Informationen kommen, dass auch die Volltexte kommen und dass man in dem nationalen Zeitungsportal dann parallel suchen kann in Beständen verschiedener lokaler und regionaler Portale. Also dass, jetzt sie kann ich das suchen, dass sie zum Beispiel suchen starten können. Und Sie bekommen dann nicht nur die Bestände aus Nordrhein-Westfalen angezeigt, sondern auch einen zweiten großen Portal aus Bayern, aus DigiPress oder aus CFIS, dem Berliner Portal. Also das wird dann möglich sein. Okay, danke. Gerne. Jürgen? Ja, guten Abend erstmal. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen, tut mir leid. Ich habe mal ein bisschen knifflige Frage und vielleicht ist das auch ein bisschen stöhnend auf einem hohen Niveau. Also ich komme aus Minden und habe natürlich gleich nach den wöchentlichen mindischen Anzeigen geschaut. Und da gibt es ein oder zwei Ausgaben auf Ihrem Portal. Das heißt ja im Klartext, jetzt am Beispiel dieser Zeitung, dass wir da eine fragmentierte Darstellung dieser Digitalisate haben, denn die Unibibliothek in Düsseldorf, die hat also die Ausgaben von 1766 bis 1808. Es wäre natürlich wünschenswert, aber ich weiß nicht, inwieweit das in Ihrem Projekt berücksichtigt werden kann, dass das irgendwie zusammengeführt werden könnte. Ich weiß nicht, ob Sie das am Anfang schon gesagt haben. Wie gesagt, ich habe den ersten Part verpasst. Nein, ich habe anfangs nur gesagt, und das bestätigt ein bisschen das, was Sie jetzt gerade ausführen, dass Zeitungen häufig in der Regel sehr selten sind, nur fragmentarisch überliefert sind und dass man zum Teil auch Zeitungen aus verschiedenen Beständen aus verschiedenen Einrichtungen rekonstruieren muss, weil keine Einrichtung die gesamte Überlieferung hat. Mhm. Ich hatte auch gesagt, dass wir inzwischen schon an der Planung für eine dritte Förderphase sind. Und ein Aspekt ist natürlich die Komplettierung bisher unzureichend vorhandener Zeitungen. Das werden wir aber nur bis zu einem bestimmten Level treiben können. Wir können gucken, dass wir Jahrgänge ergänzen können, mehrere Jahre ergänzen können, vielleicht einzelne Titel ergänzen können. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass wir versuchen, jede einzelne Ausgabe irgendwo aufzutreiben, die es im Lande gibt, um sie zu digitalisieren, das schaffen wir nicht.
Das müssten dann die Archive vor Ort machen, beziehungsweise auch interessierte Heimatforscher, und die uns da helfen, weil damit sind wir komplett überfordert, nicht? Weil die Zeitungsüberlieferung so heterogen sein kann, dass das eine Suche in zig verschiedenen Einrichtungen erforderlich macht. Ich verstehe ihn vollkommen, nicht? Weil wir sind ein Massendigitalisierungsprojekt. Wir versuchen also so schnell wie möglich, so viel wie möglich ins Netz zu stellen. Und dass da links und rechts Lücken bleiben, das ist uns völlig klar. Aber wenn wir mit großem Aufwand versuchen würden, die Lücken jetzt schon zu schließen, dann haben wir ein Projekt für die Ewigkeit. Dann wären wir vielleicht, was die Vollständigkeit betrifft, bei 90-100%. Aber das Verlangen der Nutzer ist eigentlich im Moment, dass die Zeitungen überhaupt digital zur Verfügung stehen. Und da ist das Digitalisierung von Massen, vom Mikrofilm im Moment das schnellste Verfahren. Und wir überlegen, wie gesagt, ob und in welcher Form wir ab 2023 direkt Digitalisierung vom Original einbinden können in das Projekt. Und da gibt es schon von zig verschiedenen Seiten Anfragen, wann endlich diese oder jene Zeitung vervollständigt werden kann. Nicht? Das betrifft also nicht nur Minden, das betrifft viele andere Zeitungen auch. Ja, ja, klar. Ich meine, ich sagte ja auch anfangs, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, wir sind ja froh, dass es so ein tolles Projekt gibt. Und letzten Endes ist es ja auch okay, wenn man die Digitalisate woanders findet. Nur ist es eben bequemer und wenn man das halt irgendwie, wenn es irgendwie zusammenfließt. Aber nun ja, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Es muss nicht alles heute erledigt werden. Aber vielleicht kann man das auch mit auf dieser Seite, die dann geplant wird, wo die, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, wo die mehrere Zeitungsarchive da zusammenkommen sollen. Wenn da sich eben halt dieses Archiv oder die Uni, wo die Mindener Zeitungen sind, sich da auch mit einklinken und auch da einen Link hinstellen. Die werden in der Regel natürlich aus Nordrhein-Westfalen kommen und damit bei uns digitalisiert. Ich kann sie aber in einer Beziehung, wir hatten also in der letzten Woche zum Beispiel ein Gummersbacher Zeitungsunternehmen weiter vervollständigen können. Das haben wir vor langen Jahren aus den Bonner Beständen digitalisiert, Bonner Mikrofilm. Jetzt haben wir aus dem Barbara-Stollen, aus der Bundessicherheitsverfilmung, noch zahlreiche Mikrofilme bekommen, konnten das dann strecken bis zum Jahr 1898. Aber es gibt im Barbara-Stollen noch weitere Filme, die reichen dann bis Jahr 1936. Also das ist einfach auch in der Planung, dass auch das einbezogen wird. Aber das gibt ja logistische Probleme und deswegen klappt vieles nicht von heute auf morgen. Ne? Aber das Begehren natürlich bestehende Zeitungsunternehmen zu vervollständigen, ist klar und wird von uns natürlich auch in die Planung einbezogen. Der Torben hat seine Hand erhoben. Ja, also erstmal freue ich mich über das Herner-Projekt, da freue ich mich besonders drauf. Aber nichtsdestotrotz, wie sieht das aus Richtung Ostpreußen, Westpreußen? Wird dort auch irgendwas bei Zeitungen gemacht oder fällt das völlig raus? Also bei Zeitpunkt, wir sind ein nordrhein-westfälisches Projekt. Das heißt, das hatte ich ja auf der Folie auch gezeigt, wir digitalisieren Zeitungen aus dem Bereich des heutigen Nordrhein-Westfalen. Was Zeitungen aus den ehemaligen Ostgebieten betrifft, ich glaube, danach geht Ihre Frage, wäre zum Beispiel die Frage, ob die Berliner Kollegen da was machen. Ah, okay. Super, danke. Aber da gibt es doch auch polnische Seiten, wo Zeitungen veröffentlicht sind schon, wo wirklich digitalisierte Zeitungen online einsehbar sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch Zeitungen aus den ehemaligen, aus deutschsprachigen Zeitungen sind. Also das weiß ich ja nicht. Ja, ja. Okay. Ja. Also ich gucke jetzt eher Richtung Memeler Dampfboot zum Beispiel. Da habe ich schon häufiger nachgeguckt. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja, der Ludger. Ludger hat gerade seine Hand erhoben. Ludger, bitte einmal dein Mikrofon einschalten unten links oder die Leertaste gedrückt halten. Ja, also ich bin der Lothar aus Osnabrück. Nee, nicht der Lothar, sondern der Ludger. Der Ludger war erstmal dran und dann Ludger. Aber Ludger, du müsstest dein Mikrofon freischalten, unten links. Ja, genau, Ludger, jetzt kannst du deine Frage stellen. Ist geplant, dass die westfälischen Nachrichten auch mit einbezogen werden oder die Münsterische Zeitung?
Das wäre interessant für die Ahnenforscher aus dem rhein-westfälischen Raum. Also ich kann im Moment nicht genau sagen, welche Zeitungen noch ins Portal eingehen werden. Ich habe einen besseren Einblick für das Rheinland, weil wir da auch die Planung machen für die Digitalisierung. Aber für Westfalen kann ich das im Moment nicht beantworten, beziehungsweise müsste dann auch in die entsprechenden Titellisten gucken. Also ich weiß, dass mein Kollege aus Münster im Chat ist. Ich weiß nicht, Andrea, ob du parallel noch reinschreiben kannst. Ich kann ja vielleicht kurz was sagen. Die westfälischen Nachrichten, die beginnen ja bekanntlich erst ab 1946. Entsprechend haben wir da natürlich ein urheberrechtliches Problem. Also da auf jeden Fall nein. Was hatten Sie nur gesagt? Münsterische Anzeige ist meines Wissens drin, wenn ich nicht ganz mich recht erinnere. Ja, der ist drin. Das ist, glaube ich, eine der großen Zeitungen, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, der ist drin. Teilweise mit 4 Tagesausgaben. Ist das die Zeitung, Andrea? Ah, schon sehr stumm. Ja, doch, genau. Das ist ein großes Blatt. Das ist ja schon interessant. Danke. Ja, gerne. Der Michael hatte sein Mikrofon geöffnet. Michael, hast du eine Frage? Anscheinend nicht. Ja, gibt es weitere Fragen an den Referenten? Der Manfred. Ja. Manfred, bitte. Hallo Georg. Was halten Sie denn von diesem Modell von Österreich, dieses Anno? Anno ist natürlich ein Riesenvorbild für unser Projekt. Österreich ist sehr früh angefangen mit Zeitungsdigitalisierung. Wann war das? Vor 2 Jahren? Oder vor 3 Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr, auch mit der Kollegin gesprochen in der Österreichischen Nationalbibliothek, die das ganze Projekt betreut. Was mir gar nicht bewusst war, dass die Österreichische Nationalbibliothek eigentlich das Pflichtexemplarrecht hatte für die gesamte Donaumonarchie bis 1918. Das heißt auch Verlage aus dem heutigen Rumänien, Polen etc., Kroatien, mussten Exemplare abgeben an die Österreichische Nationalbibliothek. Und die sind natürlich sehr weit, was die Zahl der digitalisierten Seiten betrifft, was die OCR betrifft, was die Benutzung betrifft. Die haben etwas anderes Vorgehen als wir. Die lassen also direkt vom Original digitalisieren bei Dienstleistern. Deswegen auch sicher die etwas größere Qualität der Images, die man sieht. Andererseits können wir mit der Mikrofilm-Digitalisierung einen höheren Durchsatz erzielen. Also wir kalkulieren mit ungefähr 2 Millionen Seiten im Jahr, die wir bereitstellen können, und Anno mit 1 Million Seiten, aber natürlich auf einem größeren Sockel, den die schon haben. Ne? Aber Anno ist natürlich ein Riesenvorbild für alle deutschen Projekte. Ne? Interessant, die Suchfunktion auch. Ne? Ja. Der Gerd hat seine Hand oben. Gerd? Ja, die OCR-Maschine ist wahrscheinlich schlechter bei Eigennamen und unsere Vorfahren wussten ja noch nicht so genau, wie man sie schreibt. Ne? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass wir da eine Indexdatei oder was einspielen können, um Entschuldigung, ich habe dir etwas schlechter verstanden. Nein, die OCR ist nicht schlechter bei Eigennamen. Die geht ja nach der Erkennung der einzelnen Buchstaben, nicht nach Wörtern. Und das ist eine OCR, das hatte ich ja schon gesagt, die eigentlich ausgerichtet ist auf die Erkennung von Handschriften. Und aufgrund dieser Tatsache auch so genau ist, dass die auch bei Druckschriften überragende Ergebnisse liefern kann. Abhängig natürlich von der Vorlage. Aber wir hatten im letzten Jahr eine große Ausschreibung für das Projekt und hatten dann eine recht mühselige Auswertung der Ergebnisse mit 3 verschiedenen Engines, also OCR-Engines, Texterkennungssoftware. Und da war Transkribus, also das beweist das beste Ergebnis. Worüber wir nachdenken, beziehungsweise schon einen Vorschlag unseres Dienstleisters bekommen haben, wie wir gerade Personen und Orte, das hatte ich auch schon mal gesagt, besser anzeigen
können im Portal, aber das betrifft natürlich Persönlichkeiten der Kulturzeitgeschichte, aber nicht, ich sag mal, normale Personen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Ja, danke sehr. Ja, gibt es noch weitere Wortmeldungen, Fragen? Ich hätte noch eine fachliche Frage. Ja, bitte. Und zwar, finde Ihren Vortrag ganz hervorragend. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Aber meine Frage geht jetzt tatsächlich auf eine Zeitung, das heißt jetzt das Ostpreußenblatt. Und da kann ich nur im Internet suchen nach einem Namen. Dann wird mir gesagt, was weiß ich, Vorname, Nachname. Und dann öffnet sich das, dann habe ich 20 Seiten und dann habe ich mich gefragt, ja, wo suche ich denn jetzt diesen Namen? Ich hätte jetzt gerne gewusst, wie man diesen Vorgang nennt. Das ist doch sicherlich nicht OCR. Sie müssen die ganzen 20 Seiten durchnudeln. Und wenn Sie Glück haben, finden Sie den Namen irgendwo. Oder was ich jetzt mache, grundsätzlich Geburtstage, Jubiläen, die Seite drucke ich mir raus und suche das. Und meistens finde ich es dort. Also was ist das für ein Vorgang? Ist da nur diese 20 Seiten eines täglichen Tagesblattes, werden die eingescannt und dann sucht man die blöd? Also das ist jetzt etwas schwierig zu erkennen, wie eine OCR abläuft. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben erstmal, Sie machen aus Texten erstmal Bilder. Das sind zum Beispiel die Bilder, die wir im Portal bereitstellen. Diese Bilder zeigen eine Zeitungsseite, aber diese Bilder sind für sich nicht durchsuchbar. Um die durchsuchbar zu machen, brauchen Sie wieder eine Software, die das, was die Software auf dem Bild erkennt, in Text umwandelt. Und dieser Text ist dann entsprechend durchsuchbar. Das gibt dafür spezifische Formate, XML-Formate, also mit einer bestimmten Sprache ausgezeichnete Texte, und die kann man dann durchsuchen. Also das ist jetzt ein etwas komplizierter Vorgang. Und das Ganze wird dann so referenziert, sage ich mal, wenn Sie zum Beispiel eine PDF-Datei haben, dass auch die Koordinaten ausgelesen werden auf dem Bild und dann entsprechend mit dem Text verknüpft werden können. Sonst können Sie die entsprechenden Begriffe auch nicht highlighten. Das ist also ein relativ komplexes Verfahren. Ich wollte gerade sagen, kann das nicht vielleicht sein, was die Ingrid meint, dass man da zwar Seiten oder so mit OCR durchsuchen kann oder beziehungsweise, dass ein Name angezeigt wird, dass der in der Zeitung oder auf der Seite vorhanden ist, aber das ist nicht markiert. Wenn man jetzt hier beim Zeitungsportal sucht, dann wird dieser Begriff ja hinterlegt, also wird ja im Grau angezeigt. Sorry, dann habe ich die Frage missverstanden. Nein, es gibt natürlich auch verschiedene Methoden, OCR-Ergebnisse zu kennzeichnen. Und das Einfachste ist natürlich dann, wenn man auf dem Trefferergebnis das Ganze gehighlightet hat, jetzt bei unserem Portal im Blau, dass man das entsprechend sieht. Aber es gibt verschiedene Systeme und das ist durchaus möglich, ohne jetzt diese ostpreußische Zeitung zu kennen, dass dann entsprechend die Titel nicht gehighlightet sind und dass sie dann wirklich die Zeitung komplett durchsuchen müssen. Das kenne ich auch von anderen Zeitungen. Ja. Also das ist ziemlich mühselig von anderen Portalen. Dann sind wir aber besser, muss ich sagen. Ja, also ich habe das eben nämlich auch mal ausprobiert. Also bei Ihnen ist das total gehighlightet, man findet das total. Also alles sehr super. Sehr schön, höre ich gerne. Ja, weitere Fragen noch an den Referenten? Also ich denke, wir haben jetzt auch unsere 2 Stunden, die wir immer so für für den offiziellen Teil planen, haben wir jetzt also auch erreicht. Und ja, ganz herzlichen Dank, Herr Herkenhoff, für diesen interessanten Vortrag und vor allen Dingen auch für die Live-Präsentation, dass man das Ganze auch in Aktion sehen konnte. Und wie gesagt, Sie haben ja auch im Grunde genommen, was da alles noch wartet für die nächsten Jahre, bis das also dann alles auch digitalisiert ist, was da noch ansteht. Das sind natürlich noch Riesenbrocken, die Sie da noch vor der Brust haben. Und es ist toll, dass es dieses Portal gibt. Und
dass wir da auch so schon mal in die Anzeigen schauen können. Vor allen Dingen, was ist geschehen in Dortmund zu der Zeit, in der unsere Vorfahren da gelebt haben, dass man sich dann mal informieren kann, auch über die Lebensumstände. Das ist also auch schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und ich denke, wenn wir jetzt mal alle unsere Mikrofone einschalten, können wir auch einen kleinen Applaus dann loswerden oder einen großen Applaus vor allen Dingen für unseren Referenten. Ja, danke schön, Herr Dr. Heckner. Ja, gerne. Das kommt natürlich nicht so gut an wie bei einem persönlichen Vortrag, der Applaus, aber der ist Ihnen sicher. Und ich möchte mich nochmal im Namen des Ahnenforscher-Stammtisches Unna ganz herzlich bedanken, dass die bereit waren, diesen Vortrag hier für uns zu machen und vor allen Dingen, dass wir das also vorverlegen konnten. Wir hatten den ja auch erst, ich glaube, für Juni geplant und dann haben wir den also kurzfristig dann auf den heutigen Tag verlegen können. Und vielen herzlichen Dank nochmal. Und ja, dann leite ich einfach über jetzt in unser Café zur weiteren Unterhaltung. Genealogische und nicht genealogische Themen oder wenn auch jetzt jemand noch Fragen oder Anregungen hat, vielleicht können, wenn Sie noch Zeit haben, Herr Herkenhoff, noch ein paar Minuten dabei zu bleiben. Ich denke mal, ich kann noch ein bisschen dabei bleiben. Ergibt sich das eine oder andere dann auch. Ich habe nämlich gleich noch mal eine Frage. Gerne. Ich habe auch gerade ein Erfolgserlebnis meiner Seite. Ich habe gerade gesehen, mit den 6 Leuten, die ich gerade reingelassen habe, hat die Facebook-Gruppe gerade die 1000 geknackt. Insofern vielen Dank auch nochmal für die Beiträge. Alles klar. Vielen Dank. Und ich stoppe jetzt erstmal die Aufzeichnung.